Ola! Ich weiß, du hast du Joghurt den Rucksack drin, aber gib mir den Inhalt von deinem Kasse, bitte. Den ganze. Ich brauche den Geld dringend, Alter. Ich habe den viel notiger als du, glaub mir. Ich habe kein Essen, ich habe kein Trinken, ich habe kein Benzin, ich habe überhaupt nichts. Deswegen mach das auf und gibst du mir alles. Und bitte beeilst du dich. Ich habe eben gerade einen ausgeraubt, der hat richtig langsam gemacht und dann gesagt, er hat kein Geld. Aber ich sehe, du hast die Kasse. Deswegen gibst du Geld von Kasse. Nico, 22 Monate, dankeschön. Energy, dankeschön für 21 Monate Resub. Hedy, danke für 5. Vielen Dank. Mach mal jetzt schneller, bitte. Ich hab SMS eben gerade. Mach mal weiter den Kasten voll, ich lese das, ich hab keinen Akku. Der ist leer gegangen. Frag mal. Hast du Akku? Ob du hast du Akku? Ich hab das gefragt. Ich habe große Probleme, ne? Ich habe überhaupt kein Geld, nicht mal für einen Akku. Atomic, 27 Monate, dankeschön. Der gönnt nicht mal Akku, der Typ. Der hat bestimmt nicht mal ein Telefon. Und der hat Rucksack, so wie du hast den Rucksack auf, ich glaube, du hast du nicht mal ein Telefon. Hat Mutti dich angezogen? Heute Morgen? Locker. Wenn ich gucken, kannst du Lärm machen jetzt. Demo, danke, 37 Monate. Bralox, danke schön, 4 Monate Resub. Vielen Dank. Oh fuck, man. Der Bullen kommt. Sag dir nicht, dass ich das mache, okay? Mach das einfach weiter. Guck mal, der gibt nur auf den Toiletten drauf. Guten Tag. Mach einfach ganz normal weiter. Sagst du gar nichts. Tust du, das wäre alles ganz normal. Ola. Können Sie bitte einmal Ihre Waffe wegstecken? Hey, was für Waffe? Ah, die in Ihrer rechten Hand? Ah, die Waffe. Ja. Aber guck mal, ich habe nur Jogginghose an. Weißt du, wo? Ja. Guck mal, wo soll ich das hinmachen, wenn ich die ganze Zeit rumlaufe in Jogginghose? Weißt du, das ist unbequem. Wenn ich mache ich das in Bund, ich muss vorne immer den Gummi von den Hose so fest machen, dass der Waffe nicht in den Hosenbein runterfällt. Weil wenn der in Hosenbein runterfällt, ich habe das in Schuh drin und dann kann sich Schuss losen. Ja, gut, aber dann packen Sie die doch in die Hosentasche. Der Jogginghose. Hey, hast du recht, Mann. Hast du richtig gute Idee. Super, das ist doch schon mal alles viel entspannter. Warum hörst du jetzt auf, den Kasten da reinzupacken, du Idiot? Okay. Moment. Ich habe das so überhaupt nicht gemeint. Ich meinte, Hätten Sie bitte einmal Ihren Personalausweis für mich. Guck mal, der hat gerade Inventur gemacht, weißt du? Ich habe das nur geholfen. Ah, okay. Ich gebe dir Ausweis. Okay. Hier hörst du. Vielen Dank, Herr Miguel El Schlofto. Sie. Mein Bestes. Super. Also Sie helfen ihm bei der Inventur, wenn ich das richtig verstanden habe. No, guck mal, eigentlich, okay, pass auf, ich sag dir Wahrheit, okay? Mhm. Ich habe Arschkarte. Okay, warum? Ich bin armer Mann, guck mal, ich habe kein Essen, ich habe kein Trinken. Ich habe nicht mal Akku für Telefon, ich habe überhaupt nichts. Ich habe nicht mal Benzinkanister. Okay. Das heißt, ich habe nur Elbrum da draußen, was gerade noch ganz kleines bisschen Sprit, aber ich habe überhaupt nichts, dass ich kann nicht am Leben bleiben. Irgendwann gleich, ich werde eine Verhungerung machen, weil ich nicht mal ein Essen nehmen kann. So, deswegen, guck mal, ich habe Plan gehabt. Guck mal, ich gehe zu diesem Typ, wir kennen uns, weißt du, wir kamen schon ein paar Mal, wir hatten schon miteinander zu tun und so. Ja. Glaub mir, er hat immer Joghurt, Burger, warte, ich muss das kurz essen, warte kurz. Und das ist gut. Ich hoffe, die Burger schmecken. Hast du auch noch Getränk? Wenn Sie kein Problem mit Buttermilch haben. Das ist egal, Hauptsache, du hast du Getränk, Buttermilch ist nicht so, boah, guck mal, Akku. Bitteschön. So, jetzt richten Sie Ihre Aufmerksamkeit bitte wieder auf den Kollegen. Ja, warte, ich muss erst den Getränk machen.
Ja, wegen uns kein Stress. Mhm. So, dann guck mal, ich hab Masterplan gehabt. Ich geh zu dem Typ mit dem Joghurt in den Rucksack drin. Ich sag den, ey, Typ, gib mal dein Geld von deiner Kasse. Aber guck mal, das ist nicht Diebstahl. Weil ich behalte den gar. No, ich gebe den das wieder zurück. Okay, also eine Leihgabe. Sieh, ich nehme von denen den Geld. Wenn ich den Geld habe, ich gehe kurz zu dem Regal hier. Guck mal, weißt du, nehme ich ein Essen, ein Trinken und so weiter. Dann gehe ich wieder zu ihm, dann gebe ich ihm den Geld wieder zurück. Aber ich habe Essen und Trinken, ohne dass ich habe ich Diebstahl gemacht. Ja, okay. Also sie bezahlen ihn mit seinem eigenen Geld. Sieh. Also ich gebe den wieder zurück, was ich habe dich von denen gekriegt habe. Ich gebe das wieder zurück zu dem. Für ein Essen, ein Trinken und ein Benzinkanister. Okay. Und das restliche Geld? Ja, das, ich gebe dem das auch wieder zurück, was ich das nicht brauche. Aber vielleicht, ich brauche alles. Weißt du? Okay. Ja, verstehe ich. Weißt du, damit ich ein bisschen Vorrat kaufe. Guck mal, weil hier, also manchmal hat der nämlich nicht mehr genug zu essen. Guck mal, der hat nur 5 Toastbrot. Ja gut, das sind Packungen, ne? Also da ist er mehr als ein Toastbrot. Sieh, aber wenn jetzt dicke Familie kommt, weißt du, mit so eine ganz dicke Frau, weißt du, so 300 Kilo eine Frau. Ja. Und dann, der hat 5 Toastbrot, dann ist 5 Toastbrot weg, weil dicke Frau hat 5 Toastbrot gekauft. Und ja, was soll ich dann, weißt du, deswegen lieber, ich nehme ein bisschen mehr Geld, ich mache lieber Hamsterkauf, damit ich zu Hause noch Toastbrot habe, damit dicke Frau nicht Toastbrot wegkauft. Ja, okay, aber wenn sie dann Hamsterkauf machen, dann haben ja andere Bürger nichts mehr zum Einkaufen. Ja, außer er hat hinten in seinem Lager noch Toastbrot. Wenn der dicke Frau kommt, haben andere Bürger auch nichts mehr zu einkaufen. Hast du mal Mutter von Adams gesehen? Nein, ich kenne weder... Reden Sie so über die Toten? Oh. Die ist nicht tot, die leben noch. Aber der Herr Adams, nicht mehr. Sie, der ist tot, aber schon lange. Ja. Ja, aber siehst du, nur weil der tot ist, hast du doch trotzdem, hat er immer noch Mutter. So. Aber hast du Mutter gesehen von Adams? Ist 300, 400 Kilo, locker 400. Oha. Okay. Gut. Also Sie wollen sich mit Ihrer Waffe Geld von dem Herrn leihen, den Sie ja, Sie kennen sich ja angeblich, aber der hatte anscheinend, weil Sie die Waffe in der Hand hatten. Ja, nur so fluchtig, weißt du, guck mal, ich habe den paar Mal geschubst, richtig. Aber also das... Ah, okay. Also aber, leichte Gewalteinwirkung. Aber wir haben schon mal gesehen. Okay. Gut. Das ist ja nur ein armer kleiner Student. Er ist wahrscheinlich noch frisch von der Uni und hat seinen Dienst gerade erst angetreten. Deswegen trägt er auch noch den Rucksack. Guck mal, ich habe keine andere Wahl. Guck mal meinen Kontostand. Kannst du sehen, meinen Kontostand? Kannst du Überprüfung machen? Das kann ich von hier jetzt gerade nicht. Okay, aber wenn du machst, du Kontostand, du kommst, dann du, kriegst du Krokodiltränen im Gesicht. Okay. Gut. Aber für die Waffe, die Sie dabei haben. Sie. Besitzen Sie dafür eine Lizenz? Natürlich. Sind Sie sich da ganz sicher? Natürlich. Also wenn meine Kollegin jetzt eine Abfrage gemacht hat oder machen wird? Natürlich. Dann ist überhaupt gar kein Problem. Sicher. Deswegen, ich habe nur, Achtung, ich hole das aus der Schicht nicht auf dich, deswegen, ich habe nur legale Gefechtspistole, guck. Ja, die Pistole ist legal. Sie. Aber die ist auch nur legal, wenn man sie legal tragen darf. Sie, aber ich darf das tragen. Ich habe das eingetragen bei den Justiz. Ich habe das medizinische Gutachten gemacht und nach dem medizinischen Gutachten, ich habe das Waffenausbildung gemacht und ich habe Waffenschein gekriegt. Ich habe schon ewig. Und da dürfen Sie dann die Gefechtspistole tragen oder die Pistole? No, ich darf das Gefechtspistole tragen. Ich habe das 5 Jahre schon. Okay, welchen Waffenschein haben Sie denn? Das, was ich gekriegt habe, keine Ahnung. Ja? Waffenschein. Klein, mittel, groß, ganz klein. Riesiger Waffenschein. So riesiger Waffenschein. DIN A4 Zettel, so groß ungefähr. Ja, okay. Dann dürfen Sie die Gefechtspistole leider nicht tragen. Ja doch, natürlich. Nein, warum? Aber unter unseren Unterlagen zufolge haben Sie keinen Waffenschein. Ja, hast du falsches Unterlage. Der Herr, haben Sie mal geheiratet? Sie? Wie hießen Sie denn vorher? Erschlovdo. Also am Namen hat sich nichts verändert? No. Überfragst du, warte. Ich hab doch Akku. Ich ruf den Justiz. Ich hab das 100%. Der hat keine Leitstelle. Dann ist die Justiz noch nicht da. Ich hab das 1000%. Ich hab das extra gemacht und das war gar nicht so einfach.
Also das, das psychologische Gutachten. Der ist nicht so einfach gewesen. Okay. Warum? Was haben Sie für Fragen bekommen? Ja, ganz viele verschiedene. Also da ging das auch darum, ob ich die Waffe gegen andere einsetze oder ob das zu meinem Schutz ist und sagen wir, guck mal, ich hab so ein bisschen auch Vorgeschichte gehabt, der ein oder andere kannte mich davon und so. Guck mal, weil einmal ich habe im Tube 36 Mal in die Brust gestochen und dann haben die mir erst nicht geglaubt, dass ich eine Waffe haben sollte, aber am Ende hat das alles funktioniert. Okay. Gut. Ich würde Ihnen einen Vorschlag machen, Herr Schlofto. Sie. Da Sie ja keinen Waffenschein haben. Doch, ich habe das. Ja, aber Sie können den ja auch gerade nicht vorzeigen und nach unseren Unterlagen her haben Sie keinen Waffenschein. Ich schwöre auf heiliges Apollo 19, ich habe das. Gut. Dann aktuell sieht es für uns so aus, dass Sie keinen haben. Deswegen würde ich Ihnen den Vorschlag machen. Ich nehme Ihnen erstmal die Gefechtspistole ab. Ja, aber dann habe ich doch noch weniger Geld. Was hat das mit dem Geld zu tun? Ja, weil dann, ich muss doch Neues kaufen und ich habe nur 98 Dollar, 89, was mit einem 8 und 9 Dollar. Ja, Moment. Waffe, die kriegen Sie zurück. Genau, dann die Waffe Sie kriegen Sie zurück. Wenn Sie soll ich dann einen anderen in den Kasse reingreifen? Oh nein, Waffe gibt dir mir den Geld nicht. Das sollen Sie gar nicht. Sie ja doch, natürlich, ich muss doch den Geld leihen, damit ich einkaufen kann, damit ich Essen trinken habe und Benzinkanister, damit ich das dann wieder zurückgeben kann. Aber ohne eine Waffe, weißt du, ohne dass du machst ein bisschen Nachdruck, der gibt dir das nichts. Der Herr, versuchen Sie es doch auf ehrliche Art und Weise. Wenn Sie kein Geld für Essen haben, dann wird Sie niemand verhungern lassen. Wir haben so viele herzensgute Menschen. Ja, aber das ist doch ehrlich. Also. Ich hab ehrlich, guck mal, ich schwöre, ich bin eben gerade zu dem gegangen. Ich hab gesagt, Alter, guck mal hier, das ist meine Waffe. Gib mal den Inhalt von der Kasse. Ich muss mir damit Essen und Trinken kaufen. Dann ich gebe dir Geld gleich zurück. Ich hab eben gerade zu diesem Typ gesagt, das ist ehrliche Art und Weise, ich hab das gemacht. Okay. Nochmal, folgender Vorschlag. Ich nehme Ihnen jetzt vorläufig die Waffe erstmal ab. Die lagern wir bei uns ein. Und dann, wenn Sie dann die Justiz erreicht haben, guck mal. Kommen Sie mit Ihrem Waffenschein zu uns und dann bekommen Sie die Pistole wieder. Guck mal, ich habe so Erfahrung gemacht mit Polizei. Ja. Schon lange. Okay. Und immer, wenn einer mir gesagt hat, so netter Polizist, weißt du, hat er mir gesagt, guck mal, erstmal, wir machen wir so und dann wir machen wir anders. Rate mal, wie oft wir haben das anders gemacht. Und wie oft ist einfach das so geblieben, weißt du, einfach nur, damit ich das mache, aber dann, das ist gar nicht anders geworden. Irgendwann hieß es, no, Miguel, also ich weiß nicht, also weiß auch nicht, welcher Polizist das ist. Keine Ahnung, wann das gewesen sein soll. Also so, ich habe das nicht gemeint, als ich das gesagt habe. Jedes Mal, das ist das so. Okay, Herr Schlofto, das ist jetzt zwischen uns beiden die erste Maßnahme. Wir treffen uns das erste Mal. Wie ist dein Name? Mein Name ist Herr Black. Oh, ach du Scheiße. Du hast du dich Veränderung? Nein, ich habe mit dem Herrn Black, den Sie vielleicht kennen bei der Polizei. Du hast du andere Hautfarbe, andere Frisur, andere Figur, bist du viel dünner geworden. Du warst nur Feldsack vorher. Das ist das Upgrade. Das ist jetzt Black 2.0. Er ist freundlich. Und wenn ich ihn sage. Niemals kann das stimmen. Du bist niemals Black. Black ist niemals freundlich. Ich bin freundlich. Miguel, was machst du da schon wieder? Und Raffi! Ich habe mir Geld aus Kasse ausgeliehen. Ich habe kein Geld für Essen und Trinken. Aber ich wollte einkaufen und den wieder zurückgeben. Aber Polizia sagt, ich darf das nicht machen. Und er will meine Pistole haben. Aber wenn ich dem das gebe, ich habe noch weniger Geld, weil ich muss das Neues kaufen. Herr Eden, kennen Sie sich? Nee, der kennt nur zufällig meinen Vornamen, Frau Pössl. Kennen Sie mich? Ja, das schön kombiniert. Ich habe das nur geraten, dass der heißt Raffi. Ich wollte nicht mit reinziehen jetzt. Nein, darum geht's nicht. Aber wenn Sie sich doch kennen, warum können Sie sich dann nicht drum kümmern, dass der Herr Schlofto von hier wegkommt und was zu essen bekommt? Ich kann mich auch selber drum kümmern, hier wegzukommen, glaub mir. Moment, Herr Schlofto, bleib.
El Schlofto. Wer, du benutzt dein Taser gegen mich, Mann! Ich möchte sie nicht tasern. Ich hab beim letzten Mal in meinen Kurs reingepiepst! Ja, das möchte ich im Übrigen auch nicht, aber bitte bleiben Sie einfach stehen, dann ersparen wir uns die ganze Zeit. Auf keinen Fall, Mann! Du willst mein Sachen, du willst mein Geld, du nimmst alles weg von mir! El Schlofto, wir finden da mit Sicherheit eine Lösung, aber die Lösung lautet nicht weglaufen. Doch! Bleiben Sie bitte stehen. Auf keinen Fall! Wohin soll das denn führen? Weiß ich auch nicht! Super. El Schlofto, nein, nicht da einsteigen. Herr Eden, tun Sie das bitte. Oh, nö. El Schlofto, stehen bleiben. Hau rein, Mann! Alter, wenn wir hier auf Fluchtweg sind, ich geb dir erstmal Kuss auf den Mund. Schick, kein Problem, wir haben ein schnelles Auto und die sind zu Fuß gewesen. Richtig. Jetzt werden die mich zwar wahrscheinlich aufholen, aber... Kein Problem, ich kenne gutes Versteck. Ich habe auf meinem Farm, ich habe ein Zimmer frei, weißt du, da findet uns keiner. Ja, die werden mich orten. Ich mach mal mein Handy aus. Ich lese mal kurz mein SMS. Hey? Ich verstehe nicht. Dimitri Ivanov Gromov. Kann es sein, dass du vor 2 Tagen mit deiner ABC-Liste angefangen hast? Ich habe es auf Twitter gelesen. Das war Dezember. Ich weiß nicht mehr, was der will. Ich auch nicht. Ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, das war, ich wollte jeden Tag eine andere Straftat machen mit anderen Buchstaben. Ah. Weißt du, an einem Tag, ich mache mit A, ich mache sowas wie Abstechung. Mit B, sowas wie... Beerdigung. Ein bisschen. Mit C, ich mache, weiß ich nicht. Ein Straftat mit C halt. Aber das ist halbes Jahr her. Ja, und hast du nicht gemacht? Ich habe angefangen. Aber ich war lange drin, Mann. Guck mal, ich habe... Sieh. 6 Monate war ich drin gewesen. Ja. Ich hatte keinen Bock gehabt, rauszukommen. Weißt du, ich habe ein bisschen Fernsehen geguckt und auf den Couch und dann ich habe das Fastfood gegessen und ich wollte nicht raus, weißt du, ich wollte ein bisschen drin chillen. Aber du lebst du noch? Ich lebe noch. Alle ziemlich nah. Sag mal, Raffi. Ja. Hast du Coolbox? Was hab ich? Coolbox. Eine Kühlbox? Sie. Nee, wieso? Ich hab Schneeball dabei. Was hast du dabei? Schneeball. Warum? Wo? Warum? Wo? Ich hab das im Winter mit reingenommen in Tiefkühltruhe gelegt. Jetzt habe ich das mit rausgenommen, neben wollte Schneeball schmeißen, aber langsam da schmilzt das. Warum hast du den nicht einfach in der Tiefkühltruhe gelassen? Weil ich Leute damit bewerfen wollte. Dios mio. Aber gleich, ich hab das kein Schneeball mehr, weil das schmilzt das. Ja, sonst nuckel ein bisschen dran. Ein Schneeball? Ja. Warum soll ich einen Schneeball nuckeln? Abkühlung? Warte, ich schmeiß das aus dem Auto. Das ist okay. Nicht mehr groß. Ich habe wirklich viele mitgenommen. Jetzt ist es weg. Warum fahren wir eigentlich durch ganze Weltgeschichte? Du hast gesagt, du wolltest zu deiner Farm. No, nur wenn du willst, du Versteckung machen, aber so. ich will doch nur gar keine Versteckung machen. Fuck, Mann. Die haben mein Elbrum beschlagnahmt. Das war das Motorrad, was du da stehen gelassen hast, ja. Sieh. Ich weiß doch nicht, warum du nicht einfach aufs Motorrad gestiegen bist und losgefahren bist. Weil der hatte These. Ja, hatten die alle drei. Die Leitstelle ist LSPD, was kann ich für sie tun? Ey, mach mal kein Auge jetzt, gib mal Elbrum wieder zurück. Nochmal. Mach mal kein Auge jetzt, gib mal Elbrum wieder zurück. Okay. Frage. Ich
mache zwei Augen, krieg dann dafür gesagt, was Elbrum ist? Elbrum ist mein Motorrad, was du hast, du Beschlagnahmung gemacht. Okay, okay, sie haben ein Motorrad und das hängt so gern nieder. Sieh, du hast du Beschlagnahmung gemacht, warum du hast du einfach mein Motorrad weggenommen? Ja, das werden Kollegen gemacht haben, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wer ist denn da eigentlich am Apparat? Ich brauche mal einen Namen, dann kann ich auch gucken, was da los ist. Ich bin der Miguel. Geht's auch noch weiter, Miguel? Womit? Also mit Nachnamen? Ich hab das auch. Ich bin Miguel Elschloff, du. Können Sie das mal buchstabieren? C, das mit A. Ja. C. Ja. Wieder ein A. Ja. Z. Bin ich überzeugt, aber ich guck mal nach. C. Und du hast du Elbrum weggenommen. Ja, ich nicht, das waren Kollegen, nehme ich mal an. Ja, ob Kollegen oder nicht, aber die Polizei hat was von mir weggenommen. Sie haben das beschlagnahmt, sagen Sie. Sie. Und das möchten Sie jetzt wieder haben. Sie. Gut, dann tun Sie mir doch mal einen Gefallen. Wissen Sie, wo der Impoundhof ist? Impoundhof. Ich verknappe mich da sofort, Davis. Alter. Sie. Ich weiß, wo das ist. Ich bin schon 1000 Mal dort gewesen. Ah, Sie sind schon 1000 Mal dort. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das wollte ich Ihnen auch nicht unterstellen damit. Deswegen frage ich einfach mal. Ja, dann fahren Sie doch da mal hin, weil dann wird das Fahrzeug dort vor Ort sein. Dann schicke ich einfach mal eine Streife vorbei und die wird sich des Problems annehmen. Sie, kein Problem. Ich brauche bei 10 Minuten. Ich bin andere Ende von Welt. Ja, machen Sie langsam. Bauen Sie keinen Unfall. Die Kollegen warten dort. Okay, bis gleich. Tschüss. Okay, pass auf, Raffi. Wir brauchen anderes Auto, wir holen Geisels, wir bedrohen mit Waffe, wir zwingen das wiederzugeben und dann wir verpissen uns und lassen Geisel dort. Dass ich nicht viel Zeit habe, eigentlich ist dir nicht bewusst, ne? Dann machen wir schnell, komm, Abfahrt. Oder, ansonsten nehmen die mich in Gefängnis dort. Das geht so schief. Natürlich nicht. Ich hab nicht mal eine Knarre bei. Ja, aber ich hab... Ich habe eben gerade 3 Typen an Meeting Point stehen sehen. Wenn wir andere Auto haben, wir nehmen ein Geisel von denen. Aber du musst das Auto nehmen, weil meine haben alle keinen Sprit. Ich konnte ja keinen Kanister kaufen, weil den Bullen gekommen sind. Wir brauchen eins mit mindestens 3 Sitze. Hast du ein 3-sitziger Auto? Ja. Ey, Tup, warte mal! Was geht ab? Hi. Ey, du kommst genau zur rechten Zeit, Mann. Ich muss dich kurz ausleihen. Mach mal dein Auto, schließ den mal ab, bitte. Ja. Keine Angst. Du hast 70-50 Chance, dass dir das nichts passiert ist. 70, okay, hervorragend, ja. So, hast du dein Auto abgeschlossen? Ja. Sieh, okay. Pass auf. Du gehst du nach vorne, damit ich von hinten dir den Waffe in den, an den Kopf halten kann. Darf geh ich nach vorne. Kurz einparken oder stehen lassen? Scheiß drauf, lass den stehen dort. Okay. Arme runternehmen oder? Ja, sonst kannst du den Tür nicht aufmachen. Okay. Guck mal, das ging richtig schnell, Raffi, kein Problem. Du steigst du gleich als Erster aus, ich steig das als Zweiter aus, okay? Du bist der Name? Cody. Cody. Ganz kurz, was ist jetzt dein Plan? Ich soll dich da absetzen mit dem Typen und so du, was? Oder? Du musst du sitzen bleiben, Raffi. Aber du holst doch gerade ein Fahrzeug wieder. Sieh. Du weißt schon, was du tust, ich bleib einfach sitzen. Ich kann eh nichts, ich hab nicht mal eine Waffe. Sieh. Aber ich hab Waffe, kein Problem. Wir kriegen das hin. Wenn ich gleich Zebresel sage, steigst du aus, Cody. Okay. Stell mal so, dass die... Blockieren wir den Einfahrt? Ganz blockieren, hier sind 2. Ja, dann nur einer.
So, wenn die gleich kommen, steigst du aus, Scotty, und dann steig ich aus. Okay. Keine Angst, wenn du machst, du kooperative Maßnahme, dann ich werde dich nicht erschießen, Mann. Hervorragend. Willst du noch irgendwie mein Handy oder so? No, scheiß drauf, behalt den. Okay. Aber wenn du den benutzt, ich erschieß dich. Deal. Die musst du mir nur Elbrum wiedergeben. Dann bist du frei. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Fahrzeug. Sie? Das ist nicht irgendein Fahrzeug. Das ist Elbrum, das einzig wahre. Okay. Taxi! Er dreht. Was willst du vom Taximann jetzt? Vermute die andere Einfahrt. Bleib sitzen. Hola! Wer ruft? Ich ruf, nimm deine Hände nach oben. Okay. Pass die Hände drauf und rüber zu dem Auto gehen. Okay. Tut mir leid, Mann, das sind harte Zeiten, weißt du, harte Zeiten manchmal hat harte Maßnahme. Der Auto ist fast voll. Hey, du sollst auch nicht einstecken, du sollst hier bleiben. So, andere Tube kommst du auch raus. So. Rüber zu dem anderen, oder? Warte, stell mal einer hier in den Tor rein, hier hin, und der andere stell mal hier hin. Und immer den Hände da, wo ich den sehen kann. Also wenn die Bullen gleich kommen, ich kann auch einfach aussteigen und die Hände hochnehmen. Das ist keine schlechte Idee, aber glaubst du nicht, die erkennen dich? Wahrscheinlich, aber ich kann sagen, du hast mich dazu gezwungen oder so. Die glauben das niemals, Alter, nachdem du mir gerade einen Fruchtverkauf gemacht hast. Du hattest vorher schon was gegen mich in der Hand. Mein Meerschweinchen oder so. Das glauben die auch nicht. Locker. So. Keine Faxen, den Hände weiter. Ja, sie trinkst du. Aber dann den Hände wieder da, wo ich den Hand sehen kann. Und ich rufe jetzt kurz den Bullen an. Die sollen jetzt hier hinkommen, Mann. Die sollen mir Elbrum geben. Tut mir leid, Taxi-Typ, Mann, Alter. Das kann sich nicht. Ja, langsam schwer. Ja, was ist los? Ich bin hier im Poundhof, aber du bist du nicht hier im Poundhof. Ja, nein, ich bin ja auf die Leitstelle, aber die Kollegen sind schon unterwegs. Ja, aber unterwegs, weißt du, wie lange ich stehe schon hier im Poundhof? Sie haben gesagt, wir brauchen 10 Minuten. Ja, das ist schon lange, das ist schon 13 Minuten her, dass ich gesagt habe, ich brauche 10 Minuten. Das ist erst 4 Minuten her. Kannst du Uhr nicht lesen? Doch, ich krieg das schon hin. Okay, dann kommst du schnell jetzt hier. Ja. Aber die Kollegen sind gleich da, warten Sie 2 Minuten. Okay, bis gleich. Hervorragend, bis gleich. Okay, die Bullen kommen gerade. Ja, okay. Wie gesagt, ich hab nichts. Hat einer von euch eine Knarre, Mann? Messer. Ja, eine Taschenlampe. Du hast Taschenlampe. Und du hast du? Messer. Kannst du mal kurz auf meinem Handy auf den Ablehnen-Knopf drücken, bitte? Sie. Danke. Dankeschön. Hat keiner von euch eine Pistole, oder was? Nee. Ich bin ein friedlicher Taxifahrer, ich brauch sowas nicht. Ich ein friedlicher Autoverkäufer. Autoverkäufer? Ja. Was für Auto du verkaufst du? Ich bin bei Brüderle. Und was für Auto verkaufst du? Inländische. Ja. Was ist das für Marke? Diverse verschiedene Marken, also alles, was bei uns halt zu kaufen gibt, über Ocelot, Pfister. Kannst du ETR? Nee. Wie heißt der weiter? Also von was für einer Marke? So, Bullen! Anhalten, aussteigen! Oder ich erschieß den Tub hier! Nein. Von welcher Marke? Dann kann ich... So. Taxi, du bleibst da stehen. Du, Tub, gehst du vor mir jetzt in dieser Richtung von denen. Zu denen? Zu denen. Okay. Wobei. Du auch, Taxi. Auch vorgehen. Vorgehen. Vor. Voreinander weg. Langsamer laufen und stehen bleiben.
So. Ich habe zwei Topeln, die ich erschieße, wenn ihr mir nicht Elbrum wiedergebt, was ihr mir weggenommen habt. Das kann man aber auch anders klären. Natürlich nicht. Ihr wolltet mich in eine Falle locken, als wäre ich ein Vollidiot. Ihr habt zu mir gesagt, dass ich hier kommen soll, um Elbrum wiederzukriegen, damit ich hier komme, damit ihr mich festnehmen könnt. Deswegen, ich habe diese zwei Topeln mitgenommen. Guck mal nur, mit einem Kugel, ich kann beide umbringen. Okay, wollen wir es nicht erstmal ruhig versuchen zu klären? Wir sind tatsächlich hierher gefahren, weil wir mit Ihnen über das vorhin reden wollten. Warum hast du überhaupt Elbrum weggenommen? Da Sie geflüchtet sind und wir erstmal nicht wussten, was das jetzt soll. Und weil ich geflüchtet bin, du nimmst du mein Eigentum weg von mir. Naja, das, was Sie getan haben, war das, was Sie vielleicht noch als Entzug polizeilicher Maßnahmen kennen, andernfalls Störung polizeilicher Maßnahmen. Jetzt erzähl mir nicht Lebensgeschichte, sag, warum hast du mein Eigentum genommen? Da Sie davon gelaufen sind. Ja, aber wenn wir Missverständnis haben oder wir haben wir ein Differenz oder so, ich nehme auch nicht dein Eigentum einfach weg. Ja, aber so können wir jetzt wenigstens mit Ihnen reden. Wir können überhaupt nicht reden. Du gibst mir jetzt Elbrum zurück oder ich jag diesem Typ hier Kugel in den Kopf rein. Hey, Schlofto, ich kann erstmal gar nicht auf das Gelände gehen, um Ihnen überhaupt Zugang zu Ihrem Motorrad zu geben, wenn Sie da mit einer Waffe stehen. Natürlich kannst du. Sie könnten auch stattdessen kooperieren und die Waffe runternehmen. No, ich kann das überhaupt nicht machen. Du hast mir einfach was weggenommen. Guck mal, nur weil wir eben gerade wir uns nicht einig geworden sind und ich den Beine in den Hand genommen habe, du kannst nicht einfach was wegnehmen, was mir gehört. Guck mal, jetzt wir sind uns auch nicht einig, aber ich nehme auch nicht deine Sachen weg. Ja, aber Sprichwort wegnehmen. Sie haben dem Verkäufer sein Geld genommen. Sie wollen den Personen dort... No, ich wollte dem das wiedergeben. Und ich will dem überhaupt nicht seine Gesundheit nehmen. Ich bin gezwungen, seine Gesundheit zu nehmen, wenn du gibst du nicht Elbrum zurück zu mir. Ja, und jetzt haben Sie bereits deren Freiheit. Das, was Sie gerade tun, das ist eine Freiheitsberaubung. Möglich. Ja. Wenn der andere nicht dahin fährt, wo ich den sehen kann, ist der hintere tot. Das bin ich. Lass mal. Sieh, du bist doch hinterer. Können die da nicht einfach wegfahren? Wenn der Auto mit deinem Kollegen nicht in 5 Sekunden da weggefahren ist, wo ich den sehen kann, ich erschieße das hintere. 4. 3. Der läuft schon. Bewegt sich. Hast du Glück gehabt? So, und jetzt reden wir über Elbrum. Ja, also ich erfahre gerade von meiner Einsatzleitung, die sagt, wir können hier gerade nicht weitergehen, wenn Sie nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommen und erstmal die Waffe runternehmen. Wir können darüber reden, dass Sie Elbrum zurückbekommen. Das ist gar kein Problem, dem geht's auch gut. Du glaubst, ich mach Spaß? Du glaubst, ich knall den nicht ab, oder? Ich glaube tatsächlich, dass Sie das tun, weil sonst würden Sie nicht so weit gehen, aber das möchten wir natürlich verhindern. Na, dann geh dahin und holst du mir Elbrum raus! Wenn Sie die Waffe runternehmen, dann kann ich auch aufs Gelände, ja? Sie, wenn ich habe ich Elbrum zurück, ich werde den Waffe runternehmen. Ich werde auf Elbrum steigen und werde mit Elbrum wegfahren. Und die bleiben hier, denen passiert überhaupt nichts. Sie können sich hier stehen bleiben. Also was, ist so Parkhaus hoch. Also was ist so schwer daran, dass du gibst du mir Elbrum? Und wenn ich durch den Fenster von dem Parkhaus einen einzigen Bullen sehe, der nur kurz Kuckuck sagt und einmal am Winken ist, ich gebe dem Vorderen einen Kugel. Bitte nicht? Ihr glaubt auch, ich mache das erste Mal, oder? Das glauben wir nicht. Der Herr. Sie. Jetzt hier jemanden zu erschießen, wird keine Lösung sein. Wie stellen Sie sich das Ganze hier vor? Wir geben Ihnen das Motorrad und Sie fahren hier einfach weg? Sie. Hast du richtig kombiniert? Herr Schlofto. Sie.
vorhin, als wir geredet haben. Wir wollten wirklich nur das Beste für sie. Sie aber dann hast du Elbrum weggenommen. Ja, weil sie weggerannt sind. Sie haben eine Straftat begangen. Wir hätten darüber reden können. Aber du hast doch Straftat begangen. Hast du einfach was von mir weggenommen. Ja, und jetzt stehen sie hier und nehmen Personen ihre Freiheit. Sie. Das, was bei uns ist, ist ein Motorrad und dem geht's gut. Das ist gut versorgt. Alles hervorragend. Aber die Person bei Ihnen... Ich will sehen, dass es ihm gut geht. Ich will mit ihm sprechen. Ich guck mal, was ich machen kann. Komm mit, wir gehen rückwärts jetzt. Ein paar Schritte in den anderen Richtung. Komm. Wieder so hinstellen wie vorher? Oder vorhin wieder? Sie, hinstellen wie vorher. Okay. Komm zurück. Darf ich die Arme runternehmen? Die Finger kribbeln schon. Sie, nimm mal runter, aber ich glaube, das werden zu viele. Die sind doch in dem Parkhaus. Ich muss mich verpissen und ich brauche anderen Parkhaus Plan. Parkhaus ist runtergegangen. Okay, aber komm ja, weg, Alter. Ich brauche anderen Plan, Mann. Der war jetzt noch nicht so perfekt. Weiß ich, ist offen. Sieh. Irgendwie brauche ich besseres Plan. Also der zwei Geiseln in ein Ort, wo, weißt du, wo zwei Eingänge hat. Irgendwann wäre einer von hinten gekommen und hätte mich Taserung gemacht. Dann wäre ich am Arsch gewesen. Was ist mit den beiden? Die kann ich auch Geiseln machen. Das war ein Arzt. Wenn du die haben willst, nimm sie, aber da muss ich mich dann raushalten. Warum? Ach, kein Bock auf Gängeficke gerade. Wie viel Zeit hast du noch? 10 Minuten eigentlich. Warum machst du den 10 Minuten? Da muss ich weg. Wo musst du hin? Richtung Bett. Ah ja, so froh schon. Ja. Soll ich dir gute Nachtgeschichte noch vorlesen? Ja. Ich kenne keine. Die sind übrigens alle bei den Geiseln, die haben nicht mal gerafft, dass wir weg sind. Woher weißt du? Achso, das ist ein Motorradfahrer. Ja. Die haben bis jetzt nicht gecheckt, dass wir nicht mehr da sind. Die sind nur zu den Geiseln und haben nicht mitgekriegt, dass wir weggefahren sind, ja. Perfekt, Mann. Und die sind richtig den Kompetenz. Oh, 1000, Mann. Damit kannst du wenigstens mal Benzin und so weiter holen. Sieh, ich hab kein Benzin, ich hab überhaupt nichts. Alle meine Autos sind leer, ich konnte nicht mal Essen, Trinken kaufen. Deswegen. Da ich dich ja jetzt gleich damit alleine lassen muss. Willst du mich wirklich ganz alleine lassen, Alter? Die Bullen suchen mich. Ich hab wirklich keine andere Wahl. Okay, ich kaufe kurz was. Deswegen bringe ich dich ja gerade wenigstens hier hin und da hast du direkt eine Garage und ich passe noch auf, bis die Autos nachgefüllt sind von dir. Och, Miguel! Was denn? Ich kann doch nicht! Sieh, ich nicht! Benzin kaufen! Sieh, ich hab das gekauft! Ja, aber warum überfällst du die jetzt? Na, weil ich den Geld wieder raushole! Ich hab dir gegeben, aber die soll mir wiedergeben! Och, Miguel! Das ist Sparmaßnahme! Ich muss doch weg! Ich weiß, aber du kannst nur 10 Minuten! Ich brauche nicht 10 Minuten für den Kasse! Ja, aber wenn die Cops kommen, brauchen wir 30. No, auf keinen Fall, die kommen nicht. Die sind noch verwirrt, weißt du, weil wir weggefahren sind und die das nicht mitgekriegt haben. Die suchen auf Boden jetzt und sagen, hör, Fußspuren? Was war das für ein Geräusch? Du hast gesagt 10 Minuten. Ich hasse dich gerade, ne? Ich nutze nur 10 Minuten voll aus. Ich hasse dich gerade wirklich.
Komm, mach mal schneller jetzt. Gib mir mal das wieder, was ich dir gegeben habe, plus noch alles andere, was in Kasse drin ist. Ich habe nicht ewig Zeit, denn ich muss Raffi noch gute Nachtgeschichte vorlesen und ich muss mir noch eine ausdenken. Oh, Tittenhersteller. Gib mal auch eins davon, bitte. Also ich habe ihm eigentlich Geld gegeben, dass er sich einen Benzinkanister kauft, um seine Karren aufzufüllen. Nee, jetzt überfällt er irgendwie den Laden. Ja. Das ist Chargeback! Chargeback? Sie! Ja, jetzt, ich habe ihm Geld gegeben, damit er Benzinkanister kauft. Aha. Ich habe ihm $1,000 gegeben. Jetzt überfällt er den Laden, damit er das Geld, was er für den Benzinkanister ausgegeben hat, wieder rauskriegt. Sparmaßnahme! Davon kannst du dir wahrscheinlich 20 Benzinkanister kaufen. Ja, das ist dann so, doch noch sogar noch besser. Warum man macht das nicht immer so? Man geht einkaufen und nimmt den Kasse mit. Das machen wir doch so. Ach so, ich bin da... Okay, wäre ich da früher drauf gekommen. Sind den Bullen immer noch da, wo ich den Geisels hatte? Ja, ja. Wolf hat auch gerade neben mir gehalten und mich gefragt, was ich da mache. Die sind aber null hinterhergekommen. Die sind nur zu den Geiseln. Die haben nicht mal gerafft, dass ihr weggefahren seid. Okay, wie kriege ich jetzt mein Motorrad wieder zurück? Nehmt ihr eine Geisel? Ich hatte zwei, aber ich habe die da gelassen, weil zu viele Bullen waren und zwei Eingänge. Dann sucht ihr einen anderen Ort? Gute Idee. Ob ich da hin kann und meine Geisels wieder haben kann? Naja, du hast einen Taxi-Hops genommen, also ich glaube, das ist keine Schwierigkeit, das Taxi absetzen? Wieder zu kriegen. Nur auf keinen Fall, wenn die Bullen noch da sind. Aber wenn die Bullen jetzt weg wären, aber die Geisels noch da, dann konnte ich die Geisels wieder nehmen, ohne die Bullen, und konnte andere Orte suchen. Ich habe ja jetzt gleich Benzin, das heißt, ich kann tanken und die sogar selber transportieren. Du hast einen Taxi-Hops genommen. Sie. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du ein Taxi rufst, dann kommt das schon nochmal. Ja, aber ich brauche den anderen auch wieder zurück. Einer reicht ja nicht. Sonst geh an die Meeting Point, da steht bestimmt. Ja, aber einer ist schon mal besser als keiner. Ja, richtig. Okay, hast du recht. Du willst doch nur ein Bike haben, oder nicht? $2,500, na geht doch, hau rein. Alter, ich hab Plus gemacht. Hey, was ist mit der scheiß Mule? Ja, die stockt euch. Ey, warte mal. Fahr mal kurz zu der Mule, bitte. Oh nein! Ey, Mule, warte mal! Ich will wissen, ob das der von eben ist. Jo, bist du der von eben? Nö. Wer? Wer? Ne, du bist nicht der von eben. Wie ist dein Name? Hector. Hector. Hector? Ja. Hector, was du machst du? Ja, arbeiten. Was du arbeitest du? Ja, für einen Akku. Akku? Der ist gut bezahlt. Ah, verstehe. Weißt du, was noch gut bezahlt ist? Was? Wenn du verdienst du Geld illegal. Bis jetzt noch nicht probiert. Soll ich dir zeigen, wie das geht ist? Wenn du meinst. Okay, schließ mal dein Auto ab davor. Ja. Und jetzt nimm dein Flossen hoch und steig in den Auto rein. Och Mann. Ich zeig dir jetzt, wie man das illegal macht. So, und jetzt. Also, ich mach Tour auf für dich. Und jetzt setzt du hinten in den Auto rein. Okay. Oh, schönes Auto. Danke. Bist du ein Geisel? Nein. Okay. So, jetzt brauchen wir ein besseres Ort wie eben mit den zwei Geisels, Mann. Das ist echt in die Hose gegangen. Aber was ist mit meiner Mule jetzt? Ja, deswegen, du solltest du abschließen, damit klaut das keiner. Ja, aber die steht da auf der Mittenstraße, das ist ja gefährlich. Sieh, wenn du kannst, du Pech, fahr deiner rein. Wenn der jetzt reinfährt. Was? Wenn der jetzt da reinfährt. Hallo, Henry. Nee, alles gut. Dann kann ich sagen, ich fahr mit Geisel. Locker.
Ja, na und? Ich habe den auch vorher schon von seinem ersten Überfall rausgerettet. Aber trotzdem wird das bestimmt klappen. Da hätte mir der Mule auch auffahren können, dann hätte ich mal schon am Weg gespart. Alles gut, ich guck mal. Ja, danke. Tschüss. Okay, wie viel Zeit hast du noch, Raffi? An sich 5 Minuten. 5 Minuten? Ja, du hast jetzt schon, also 5 Minuten sind schon wieder rum, seitdem du den Laden überfallen hast. Okay, aber 5 Minuten, das kriegen wir hin. Was willst du in 5 Minuten hinkriegen? Geisel, also Elbrum wieder kriegen. Ist das so schnell? Naja, entweder der geht zurück oder ich erschieße den Geisels. Na, nicht die Geisel erschießen. Ja, aber bis du die wiederkriegst, das dauert allein schon 20 Minuten oder so. Ich weiß auch nicht, was jetzt gerade dein Plan ist, so. Ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber ich will den zurück. Du könntest anrufen und sagen, du hast eine neue Geisel. Die sollen Elbrum da und da hinbringen. Erst wenn der da ist, dann lässt du den frei. Oder die sollen das abschleppen und erst wenn du die Nachricht kriegst, dass das Ding abgeschleppt wurde, wieder in deine Garage, lässt du den frei. Du bist ein Genie, das ist perfekt. Guck mal hier bei Dinosaurier. Wo ist Dinosaurier? Soll ich dir zeigen, wo der ist? Wo ist Dinosaurier? Aztekasut, Alte. Ist der da hingelaufen? Nee, der wurde dahin transportiert, irgendwie mit einem Kran, Heli, irgendwie was. Warum haben die Dinosaurier weggenommen? Monopolystraße oder sowas, ich hab's auch nicht ganz verstanden. Ich ruf gleich zurück. Ey, warte, was? Du meinst du Raffinerie? Was? Da kann ich den Geisel explodieren lassen. Nein, nix explodieren lassen. Kommst du da dann gleich ohne mich klar, wenn du das See. In den Benzinkanister abgefüllt hast? See. Okay. Danke, Raffi. Kein Problem. So. Nimm mich mit, bitte. Natürlich nehme ich dich mit, kein Problem, nein, komm raus. Nicht du. Nein. So, warte, wir müssen wir erst tanken. Kann ich wenigstens meine Hände wieder runternehmen? No, warte, ich habe dich noch gar nicht durchsucht. Woher hast du Schneeball? Der ist nur von meinem Tiefkühler. Ich nehme mein Messer an mich. Mein Jausenmesser. Dein was? Mein Jausenmesser. Was für ein Messer? Jausenmesser. Essen. Mangiare. Mit dem habe ich meinen Speck geschnitten. Ah, sì. Wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. So, machst du... Mann, legst du dein Telefon weg? Ich schalte es nur aus. Okay. Kommst du mit zum Auto? Hau rein, Raffi. Danke für die Hilfe, Mann. Jo, gerne. Danke für nix. Hat er gerade Danke für nichts gesagt? Sieh. Gib ihm eine. Nicht mit der Knarre. Du bist so dumm. Jetzt ist der umgefallen. Och. Raffi, mein Geisel ist umgefallen! Miguel! Mann, ich hab kein Geisel mehr, der ist umgefallen! Ich hab dir doch gesagt, nicht mit der Knarre! Du hast du gesagt, gibst du ihm eine! Ja, aber nicht mit der Knarre! Jetzt, ich hab kein Geisel mehr! Miguel! Ah, Mann, ich ruf Arzt, meine Fresse. Ich hab Problem jetzt, das ist nicht mein Tag, ne? Ja, ich merk's. Leider ist alles auf die Kasse, wie kann ich Ihnen helfen? Olaf, was das geht ab, Mann? Guck mal, ich hab Problem! Was ist dein Problem? Wie kann ich dir denn helfen? Guck mal hier, das ist wirklich schwierige Geschichte jetzt. Guck mal, ich hab Geisel genommen, ne? Sag doch nichts von Geisel, dann kommen die doch nicht! Wieso kommen die nicht? Ich hab doch kein Geisel mehr!
Also ich bin vom du Krankenhaus, das. Kann ich dir nicht sagen. Ja, no, nein, ich meinte gerade ein anderer. Guck mal, ein anderer hat mir gesagt, eben gerade... Fahrst du jetzt weg? Lass du mich alleine, oder was? Ein anderer meinte, guck mal, der war frech, hau den mal. Ich hab den gehauen, der ist zusammengeklappt. Jetzt liegt der zusammengeklappt hier. Ich hab kein Geisel mehr, aber ich muss eigentlich weg, weil die Bullen mich suchen. Kannst du schnell hier kommen, damit ich mich schnell hier ein Verpissung machen kann? Und kannst du mein Geisel helfen, der jetzt nicht mehr mein Geisel ist, weil der ist auf Boden zusammengeklappt. Das heißt, ich muss Neues suchen, weil den kann ich nicht mehr nehmen. Der ist kaputt gegangen. Okay, dann schickst du mir einen Dispatch und schicke ich die Kollegen hin und die können dir ganz schnell helfen. Okay, ich warte noch auf die, aber wenn, also weißt du, ich mach den hier... Alles klar. Wie geht das? Ich muss den stabil machen, ne? Soll ja. ich Hanteln für den bringen? Kurz, ich schicke kurz RTW 1, bitte anfahren, da wurde jemand niedergeschlagen. Doch, hinfahren, auf. Kollegen sind direkt unterwegs, ja, stabile Seitenlage... Stabil machen, also ich gebe dem Gewicht in Hände und mach Bizeps-Training. Nee, auf die Seite drehen, so es auf der Seite liegt. Auf dann der Seite drehen, warte, langsam. Auf der Seite drehen, sieh. Und weiter? Dann das Bein anwinkeln. Das obere, also das, was oben auflegt, so wie rechter Winkel, so dass es aussieht wie ein Dreieck. Ich sehe, der obere Bein anwinkelt, sieh. Genau. Und dann den Kopf ein bisschen nach hinten legen, falls er sich erbrechen sollte. Kopf nach hinten legen, damit er erstickt, sieh. Damit er nicht erstickt. Nicht erstickt, sieh. Genau. Und dann die Arme einfach auf der Seite lassen. Also Arme auf Seite. Genau. Okay. Genau. Jetzt sieht er ganz schön scheiße aus. Es soll ja nicht gut aussehen, ne? Check. Es soll ja nicht aussehen, es soll helfen. Okay, aber so, ich kann jetzt ein paar Schritte von denen gehen auch, ne? Ja, einfach ein bisschen im Auge behalten. Kollegen sind unterwegs, die fahren dir schon an. Ich danke nur nebenbei. Danke für die Hilfe, ne? Bitte. Hau rein. Ciao. Das ist wirklich nicht mein Tag, Mann. Sie lassen sich die Pistole fliegen lassen würde. Ey, nix vor Ungutseitenlage, Mann. Der Arzt ist gleich da, ne? Ich hab das auch nicht kommen sehen, Mann. Ich hab mir meinen Tag auch anders vorgestellt. Wirst du wach, wenn ich dir an den Ort zieh? Ja. Also, du hast richtige Gummiohren. Guck mal, ich kann den Ohrläppchen in den Ohr reinstecken, dann hörst du nichts mehr. Guck mal, wie das flutscht, wenn ich den raus und reinstecke die ganze Zeit. Du kannst das Flutschohr richtig. Du kannst so Geräusche mit Ohrläppchen machen. Du solltest du Talentshow auftreten oder so. Du bist nicht so gesprächig, wenn du bist bewusstlos. Du bist dann ziemlich langweilig, Alter. Aber guck mal, da kommt Arzt schon. Guck mal, weißt du, sag ich zu einem, der den Augenzucker. Okay, ich spreche auch mit dir, obwohl du kannst du. Wo bist du bewusstlos? Was sagt das über mich aus? Alter, ich gebe dir jetzt gleich, wenn die kommen, ne? Ich gebe dir zum Abschied noch einen richtig geilen Flutschfinger. Weißt du, was das ist? Ich leck meinen Finger an und stecke den in dein Ohr rein. So. An den wirst du dich erinnern. Was geht ab? Nichts und Ben. Warum liegt er da? Naja, also das ist so eine Sache. Ich bin auf Flucht und ich habe einen Geisel genommen, den da. Ja. Ja, aber dann meinte ein Freund von mir, ey, guck mal, der war eben gerade frech, hau dir mal einen rein.
Dann habe ich dem eine reingehauen und jetzt liegt er da. Jetzt ist er kaputt, jetzt brauche ich neue Geisel. Aber ich muss eigentlich ganz schnell hier weg. Kann ich euch mit dem alleine lassen, weil also ich bin auf Flug. Ja, wir kümmern uns um ihn und du fährst vorsichtig an ihm vorbei. Wir konzentrieren uns auf den Patienten. Genau, wir der ist einfach zusammengeklappt wie Spaten, weißt du? Ich habe den mit Pistole auf Kopf geschlagen. Mit Pistole auf den Kopf? Sie. Ah, dann mache ich das auch immer. Ich falle einfach um. Okay. Und dann, ich habe dem noch Flutschfinger gegeben. Oh, der Arme. Haut rein! Ja, okay, irgendwie, ich habe das Problem jetzt. Ich weiß noch nicht so richtig, wie mit den Situationen jetzt am besten umgehen. Ola Barnes, hier ist Miguel. Oha, hallo. Ich brauche nochmal Hilfe von FIB, weißt du, wie damals, mit Zeugenschutz. Ja. Ich brauche Zeugenschutz, bitte. Ja, warum? Ich werde gesucht gerade. Von wem? Von Bullen. Miguel. Sie. Ich kann dir keinen Zeugenschutz geben, wenn du vor Kollegen aktuell von Kollegen gesucht wirst. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Miguel, ich bin selber Polizist. Ja, aber guck mal, du bist FIB-Polizist. Das ist ein anderer Polizist. Und ja, du kannst mir Zeugenschutz machen. Barnes, aber guck mal bitte, ich brauch das. Weil, guck mal, die machen Sachen mit mir, die nicht richtig sind. Die dich in den Knast stecken wahrscheinlich. Sie, aber unbegründet. Die nehmen warum? Auch einfach meine Sachen weg. Warte, lass mich kurz gucken. Ja, cool. So. Ist mir egal, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. So. Bitte hilf mir. Ach so, warte. Er hat mir beim letzten Mal schon kein richtiges Zeugenschutz gegeben, jetzt aber ist wichtiger noch. Miguel, hast du irgendwas ausgeraubt, irgendeinen Automaten ausgeraubt, eine Bank ausgeraubt? No! Welche Leute ausgeraubt? Tankstelle! Aber guck mal, ich hab das nicht geraubt. Ja. Ich hab das genommen, aber guck mal, ich hab kein Geld, gar nichts. Kein Essen, kein Trinken, kein Akku, kein Benzin, kein Geld, ich hab überhaupt nichts. Dann ich bin in die Tankstelle gegangen, ich hab das mit Waffe bedroht, hab gesagt, gib mal den Geld, aber ich geb dir gleich zurück. Dann wollte ich den Geld nehmen, kurz meinen Einkaufswagen voll machen, zu denen zur Kasse gehen und den Geld zurückgeben. Das heißt, nur eine Ausleihung gemacht. Ich habe das nicht ausgeraubt, ich hätte das wiedergegeben. Weißt du, aber damit ich Essen, Trinken und so kriege. Dann allerdings sind Bullen gekommen, die kamen rein, haben sie gesagt, ah, Miguel und so weiter, wir machen jetzt mit dir Maßnahme und du gibst uns das und das und das. Dann habe ich gesagt, no, dann ich bin das weggelaufen, dann hat der Elbrum von mir hat er weggenommen. Ich habe das draußen gelassen, weißt du, er hat Elbrum von mir genommen. Dann, ich habe zwei Geisels genommen und habe den Bedrohung gemacht an Impoundhof, weil ich gesagt habe, gibst du Elbrum wieder oder ich erschieße die beiden. Aber dann ist er mit 1000 Polizisten gekommen, sodass ich wieder Flucht gemacht habe.
Dann, ich habe das neue Geisels genommen, auf weg, ich habe anderes gefunden, also die zwei habe ich da gelassen, die Bullen auch. Die haben nicht gemerkt, dass ich weggefahren bin. So, aber dann habe ich anderes genommen. Ich wollte das an Explosionsfass stellen, um dann Elbrum wieder bringen zu lassen, weißt du? So, dann ich hätte noch überhaupt gar nichts getan. Wir konnten das eine friedliche Lösung machen. Aber dann, ich habe leider auf seinen Kopf gehauen, deswegen muss der jetzt ins Krankenhaus. Das heißt, ich brauche jetzt Zeugenschutz und Elbrum, ich brauche das auch wieder zurück. Wiege. Sie. Was du eben am Anfang gesagt hast, du hast dir was ausgeliehen. Warum hast du das nicht einfach von vornherein den Kollegen erzählt? Ich habe das erzählt, aber das hat dich nichts interessiert. Miguel, im Normalfall, teilweise, nehmen die Kollegen dich dann mit aufs PD, ihr klärt das und dann kommt ihr schon zu einer Einigung. No, die wollte noch Pistole von mir wegnehmen. Hör mir doch mal zu. Dann kriegst du vielleicht eine Haftstrafe. Wenn du keinen Waffenschein für eine Pistole hast, wird dir die abgenommen. Und auch da kannst du Glück haben, dass du dann Waffe abgenommen bekommst, muss ein kleines Bußgeld sein und das ist das Ding erledigt. So machst du es natürlich nur 30 Mal schlimmer, indem du 700 Geiseln nimmst. Ich hab gerade kurz aufgehört bei der vierten Geiselnahme. So zu hören. Ja, ist jetzt natürlich schwierig. No, weil, wenn die Pistole genommen hätten, Barnes, guck mal, ich hätte kein Geld, um ein neues zu kaufen. Warum nehmen die mir Pistole weg? Nur weil ich mir Geld leihe, was ich zurückgebe. Naja, welche Pistole? Gefechtspistole. Hast du einen Waffenschein? Sie. Aber die glauben das nicht. Du hast keinen Waffenschein. Doch, ich hab das. Du hast, Miguel, ich weiß, dass du keinen hast. Natürlich, ich hab das sogar selber gemalt. Das gilt, also das zählt nicht, das ist nicht zulässig. Ja, guck mal, dies, du darfst du das nicht. Dann hier, der ist nicht zulässig. Dann das, du kannst du auch nicht machen. Gar nichts darf ich. Oh, fuck, Miguel. Bull. Warte, Miguel, muss kurz woanders hinfahren. Ich kann dir nur den Tipp geben. Versuch das nochmal zu klären. Nimm bitte keinen MPD hoch. Nimm am besten bitte auch keine Waffe mit. Mach es dir so angenehm wie möglich. Sag, hallo, ich hab Kacker gebaut. Bitte klären. Und dann sprich ganz normal mit den Kollegen und dann klärt ihr das schon. Dann geben die mir Elbrum aber auch nicht zurück. Das kannst du ihr dann sagen. Pass auf, ich hab Scheiße gemacht, ich brauche das dringend zurück. Können wir das klären? Geht ihr mir das zurückgeben? Hier, aber die nehmen mir dann auch Pistole weg. Du sollst, nehmen die, hörst du mir zu? Nehmen die doch nicht mit. Pack sie ins Auto. Jetzt muss ich dir noch Tipps geben oder was? Sieh, aber ich bin hier ist überhaupt keiner. Da steht nicht mal Leitstelle. Ist Geister-PD. Wo bist du denn? PD. Was für Geister? Bist du beim alten PD? Wo bist du denn? Ja, welche alte? Die PD ich halt. In Stadt. Bist du quasi in der Nähe vom Kanal da beim PD? Ja. Sieh. In der Nähe Meeting Point. Sieh. Nee, da ist das nicht mehr. Wir sind doch. Umgezogen. Nee. Aber ich stehe vor Gebäude. Das ist doch... Das Gebäude ist noch da, aber wir an sich als Polizei sind umgezogen. Wir sind jetzt, weißt du noch, wo das Krankenhaus war? In der Nähe vom... Weißt du noch mal? Das Rathaus, wo das ist? Sie. Da, beim Justizgebäude, da ist jetzt auch das PD. Bei Justizgebäude. Wenn du auf die Klappkarte guckst, dann siehst du... Warte, bleib dran, ich fahr kurz über Rot, dann bin ich schneller da. Sorry. Würde ich so in der Zwischenzeit mal was Lustiges hören, Miguel? Sie, sagst du was Lustiges? Es gibt so eine Gruppierung im Staat, die heißt Black Angels. Sie. Und die haben uns angedroht, dass die Konsequenzen folgen lassen, wenn wir die weiteren No Angels sind. Das ist doch lustig. Das ist schon ein bisschen lustig, der Name, weil das ein Band ist. Richtig, korrekt. Ich bin jetzt an Justizgebäude. Weiterfahren und muss, also das kann ich schlecht erklären, da es gibt so einen Durchgang oben, auf der Rückseite quasi, wenn du jetzt genau davor stehst. Auf Rückseite? Siehst du oben schon einen riesen Gang, der von dem Gebäude, wo du jetzt stehst, dann rüber geht ins andere Gebäude. Sie. Das andere Gebäude unten ist das Polizeigebäude. No, und das Aztekers Palace bin ich jetzt. Nein, das ist nicht mehr Aztekers Palace. Die haben ihre Besucherzahlen, das Gebäude angepasst, die sind umgezogen. Aber dann sag doch Aztekers Palace, hier Police only. Wenn du, wo stehst du jetzt?
Präsidium gerade, glaube ich. Wenn das ich habe gerade gepackt. Gut, dann solltest, wenn der Polizist steht, bist du richtig. Dann sie. Geh mal rein. Sie, ich bin drin jetzt. Und dann klär das mal. Okay, ich mach das, ich klär das, wie du hast du gesagt. Miguel. Was geht ab, alle Mann, den Flossen hoch hier? Sicher, Taser, hier schießt den Typ hier. Kennt ihr nach oben? Beide. Der andere auch. Perfekt. Und jetzt geht ihr. Oh, fuck, Mann. Geht zu dem Schreibtisch da vorne an den Wand ran, an den Heizung. Ai. So, oder ich bin Miguel, was geht? Miguel, was tust du hier? Naja, also, ich sag mal so, ich hab grad Tipp bekommen, ich soll hier hingehen. Ja, warum? Von FAB, weil Zeugenschutz wollten die nicht. Die haben gesagt, ich soll das machen. Das ist Lösung für meine Probleme. Das ist doch aber nicht deine Lösung. Nee, doch, lass den Kinder nach oben! Ja, Entschuldigung, ich hab schwache Arme. Naja, das ist irgendwie schon die Lösung. Wieso? Also, wenn du keinen Zeugenschutz bekommst, ist das doch nicht die Lösung des Staates. Nur wegen meinen anderen Problemen. Aber was denn für Probleme? Noch mehr Probleme? Da können wir doch drüber reden. Ja, aber ich brauch Druckmittel jetzt. Was denn für Druckmittel? Ja, euch. Ja, warum? Naja, guck mal, ich habe eben gerade in den Kasse gegriffen, weil ich hatte Hunger. Ich hatte kein Geld und Hunger. Ich brauchte Essen und Trinken. Ja, aber pass mal auf, Miguel. Wir haben doch gerade gefunden. Du wolltest doch dein Bike wieder haben. Stellt euch mal ein Stückchen nach links, weißt du, so Miguel, an den, so an den Podest. Aber lasst ihr Hände nach oben. Nein, warte. Ich habe mittlerweile Essen und Trinken. Aber stellt euch mal ein bisschen nach links, weißt du, so an den Podest, so als ob ihr arbeitet. Aber mit Händen nach oben und direkt nebeneinander. Okay. Miguel. So, warte. Wenn du Essen trinken brauchst, dann ruf an. Na, warte, guck mal. Aber dafür brauchst du keine Geiseln. Ich hab Essen und Trinken jetzt. Aber guck mal, ich hab in die Kasse gegriffen. Ich brauchte Essen, Trinken und Benzinkanister. So, dann, ich hab das genommen, das Geld von der Kasse, wollte einen Einkauf machen und den Geld den wieder zurückgeben. So, Hände oben lassen. Sie, Barnes. Miguel. Sie. Hast du die Leitstelle hochgenommen? Ich bin im Präsidium, hab zwei Geiseln, wie du hast du gesagt. Ich muss aufregen, ich rede gerade mit denen. So, auf jeden Fall, ich wollte das zurückgeben, weißt du, nur Leihgabe. Aber dann kam Polizei rein. Hat gesagt, Miguel, das kannst du nicht machen, jetzt gib mir deine Waffe. Ich habe gesagt, no, wenn ich dir meine Waffe gebe, ich muss das Neues kaufen. Die haben gesagt, du musst jetzt Waffe geben. Oder du hast du Waffenschein. Ich sage, sieh, ich habe Waffenschein. Die haben gesagt, no, hast du nicht. Dabei, natürlich habe ich habe selber das sogar gemalt. Also natürlich, ich habe das Waffenschein. Aber ja, die wollten nicht glauben. Oder? Deswegen, die wollten Waffe abnehmen. Also, ich bin weggelaufen irgendwann. Dann haben sie Elbrum weggenommen, Beschlagnahmung gemacht. Elbrum, der einzig wahre. So, dann, ich habe gesagt, gib mir wieder. Die haben gesagt, no. Dann, ich habe zwei Geiseln genommen und habe das Impoundhof gebracht. Weil der Leitstelle mir gesagt hat, gehst du Impoundhof. Er wollte mich Trick 13 machen, weißt du? Und hat gesagt, gehst du dahin, damit die mich da eine Festnahme machen. Also, ich hatte zwei Geiseln dabei. Ich habe den bedroht und habe gesagt, gibst du mir Elbrum. Da sagt der Polizist, ja, no, ich kann dir Elbrum nicht geben, wenn du hast du Waffe auf Geiseln. Ich habe gesagt, aber dann, ich erschieß Geiseln, wenn du gibst du nicht Elbrum. Aber der hat gesagt, no, aber ich kann das nicht geben. Also ich bin wieder abgehauen. Jetzt war ich ganze Zeit auf Flucht. Eine Stunde lang habe ich anderes Geiseln genommen. Aber ich habe aus Versehen seinen Kopf geschlagen. Jetzt ist der kaputt. Ich war hilflos. Also habe ich FAB gerufen. Habe gesagt, bitte gib Zeugenschutz. Der Polizist will mir in den Gefängnis reinmachen. Ich wollte aber nicht in den Gefängnis rein. Also der hat gesagt, okay Miguel, pass auf. Gehst du einfach Polizeipräsidium, machst du Klärung. Jetzt bin ich hier, jetzt ich mach Klärung, bitte gibst du Elbrum zurück. Okay, ja, aber das kann man ganz doch ganz kurz anders klären. Ich weiß nicht, ob Sie mich anständig hören können, ich hoffe das jetzt einfach mal. Ey, warte, wer spricht? Der Wand mit mir. Nee, das sind die nicht Kollegen die Wand, draußen, glaube ich. Der Herr hinter mir. Wieso ist denn jetzt draußen einer? Ja, weil da draußen ganz Herr viele stehen. Ich darf mich kurz vorstellen, Sergeant Preacher. Ich bin daran interessiert, diese Situation definitiv ruhig auseinandergehen zu lassen. Sie haben ja bereits kommuniziert, was Sie von uns möchten. Ich möchte Elbrum zurück, Sergeant. Ja, habe ich so verstanden. Lassen Sie mich bitte zu Ende sprechen, okay? Sie, sprichst du. Mir geht es jetzt darum, Ihre Vorgehensweise zu erörtern. Ich meine, das Ganze fing ja an diesem Shop beim Mirror Park, beziehungsweise in dieser Tankstelle. Sie. Das Einzige, was wir in der Situation von Ihnen wollten, war die Waffe, für die Sie augenscheinlich keinen Waffenschein haben. Doch.
Ja, das hätten sie ja beweisen können, aber wir können sie nicht einfach so mit einer Waffe rumlaufen lassen, während sie gerade schon einen Shop ausgeraubt haben oder das zumindest so ähnlich. No, das war nur Leihgabe, ich wollte einkaufen und dann hättet ihr Geld wieder gehabt, aber ich hätte essen und trinken. Richtig, deswegen hatten wir ja auch vor, sie dafür nicht zu belangen. Uns ging es nur um die Waffe, die, wie sie selbst wissen, und das haben sie auch schon selbst gesagt, einiges an Schaden anrichten kann. Hätten sie aber dann diesen Waffenschein vorgezeigt, dann hätten sie die auch tatsächlich wieder zurückbekommen. Ja, ich hätte, aber du hättest du mir nie wiedergegeben. Du weißt genau wie ich, dass du hättest du mir nicht wiedergegeben. Ich kann dir 30 Scheine zeigen, du hättest du nicht wiedergegeben. Immer, ihr macht das Schikane mit mir. Herr Schlofter, was da entscheidend ist, ist tatsächlich die Echtheit des Dokuments, das sie mir dann vorzeigen. Ja, und du entscheidest du, ob das ist Echtheit von Dokument. Nein, das entscheidet das Department of Justice. Ja, siehst du, und da ist der Problem. Aber wenn das ein Problem des Department of Justice ist, kann ich doch da nichts für. Siehst du, aber du. Meine Kollegen siehst du, nicht. Aber du nimmst trotzdem meine Waffe weg und ich muss die neu kaufen und ich habe nicht mal Geld für Essen. Also ich habe auch kein Geld für eine Waffe. Ich habe nicht mal 100 Dollar auf mein Konto drauf. Ich kann nicht mal Benzin kaufen für mein Auto. Und ich verstehe ihr Dilemma durchaus. Das ist eine Situation, in der ich selbst nicht mal stecken möchte. Gut, aber dann nimmst du noch Elbrum obendrauf weg. Hättest du nicht Elbrum genommen, wären wir gar nicht in dieser Situation drin. Okay, ich habe Ihre erste Forderung jetzt so verstanden, würde das mal mit meiner Einsatzleitung kommunizieren und komme dann nochmal auf Sie zu bezüglich damit Ihrer Forderung. Damit du weißt, dass ich der Ernst meine, ne? Schieß okay. Jetzt deinen Monitor kaputt. Zur Information für die Einsatzleitung, in dem Fall wurde dein Monitor zerstört um einen Schuss. Gut, habe ich definitiv so verstanden, das wusste ich allerdings auch. Jetzt hast du noch anderes Monitor, aber wenn ich das auch noch kaputt schieße, musst du zwei neu kaufen. Ja, das geht bereits in meine Rechnung mit ein, da brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Habe ich denn die Möglichkeit, bevor ich gleich ewig lang funke, dass ich mit den Kollegen bzw. den Personen darin reden darf? Natürlich, die können sprechen, ich habe das nicht verboten. Ja, okay. Den Kollegen. Ich glaube, das war der Herr Adler. Ich kann schlecht erkennen. Muffin, hierhin! Ja. Mir klingelt nur gerade ein bisschen die Ohren. Ich sag's, wie es ist. Ja, nein, vielleicht. Ja, Muffin. Herr Adler, geht's Ihnen soweit gut? Ohren. Okay, mal abgesehen von der Problematik mit den Ohren, geht's Ihnen soweit gut? Sonst alles super. Kann mich das heißt, nicht beklagen, außer der Waffe hinter mir. Okay. Ihr Equipment haben Sie noch? Das hängt ja am Gürtel, ja. Okay. No, da fehlt ein Monitor. Gut. Der zweite Kollege, ich glaube, das müsste Herr Rogers sein. Ja, das ist so richtig. Geht's Ihnen gut? Ja, soweit. Das heißt, Sie haben auch noch das Equipment? Das ist so richtig. Okay. Wenn du noch länger brauchst, ich mach den Maus auch noch kaputt. Ich rede jetzt mit der Einsatzleitung, mir ging es nur um die wichtigsten Informationen. Macht der das auch oder sagt der nur, dass er das macht? Der wird das wahrscheinlich auch machen. Also, ist es sicher? Normalerweise passiert das. Weiß nicht. Wieso weißt du das nicht? Erfahrungsgemäß sagt der Polizei immer viel, aber ob der das macht, ist eine andere Sache. Ich glaube aber, das Ding ist, aktuell ist das so eine Situation, in der man nicht viel als Polizist machen kann, ne? Also, wenn ich reinkommen würde, würdest du schießen, oder nicht? So, Herr Elschlofto. Sie? Ich habe tatsächlich mit meiner Einsatzleitung gesprochen. Sie? Die macht sich jetzt dazu nochmal Gedanken. Das heißt, ich bitte Sie jetzt um ein paar Minuten Geduld. Wozu muss der Gedanken machen? Kurz zu Elbrum zurück? Machst du Abschleppung, damit ich Benachrichtigung von Mechaniker kriege, dass der wieder zurückgebracht wurde? Ja, aber was Sie jetzt wahrscheinlich nicht sehen, was in dieser Situation durchaus verständlich ist, wenn die sich darauf einlassen, wovon ich ehrlich gesagt jetzt ausgehe, versprechen kann ich es Ihnen allerdings nicht, dann muss erst eine Einheit dahin fahren, das Motorrad von der KTU zurückholen, das heißt es auslösen, das dauert ein paar Minuten und deswegen bitte ich Sie eben um Geduld. Ja, dann lieber machst du schnell. Ja, wir tun, was wir können. Ich meine, normalerweise dauert so etwas 6 bis 12 Stunden im normalen Fall. 12 Stunden? Für was dauert 12 Stunden? Na, bis die KTU das Fahrzeug so, wie es Ihnen gefällt, durchsucht haben. Die sollen den nicht durchsuchen, die sollen den wieder zurückgeben. Die sollen den überhaupt nicht anfassen. Ich sagte doch, im Normalfall, Herr Schlofter. Wie gesagt, der holt die doch jetzt gleich raus, hat er gesagt. Deswegen müssen wir jetzt mit denen reden
um das zu beschleunigen, beziehungsweise dieses Fahrzeug, wie Sie es wünschen, jetzt auszulösen. Das ist die Aufgabe meiner Einsatzleitung. Die kümmert sich gerade darum oder entscheidet, wie wir das handhaben. Darum muss ich jetzt allerdings auch auf Rückmeldung warten. Dann lieber machst du schnell oder ich erschieße den. Ich werde das nochmal so kommunizieren, bitte Sie aber darum, niemanden zu erschießen. Ich bin ganz ehrlich, Herr Schlofto, ich möchte das nicht, die Kollegen möchten das nicht und ich bin fast davon überzeugt, dass Sie das auch nicht möchten. Das weiß ich noch nicht. Einen Moment bitte. Denn einen von beiden kenne ich nicht, ich kann das noch nicht sagen, ob ich das möchte oder nicht. Hier ist übrigens noch ein Monitor. Bitte nicht den auch noch kaputt machen. Das Hardware ist echt teuer heute. Wenn das zu lange dauert, ich mache auch den Drucker kaputt. Ja, aber wie sollen wir denn Faxe bekommen? Dann funktioniert ja hier gar nichts mehr. Ja, aber das ist Drucker, nicht Faxgerät. Ja, darüber empfangen wir aber die Faxe. Warum kriegst du noch Fax? Ja, ich habe die Bürokratie hier nicht eingeführt. Wenn der Faxen macht da draußen, ne? Ja, Schlofto. Dann wische ich den Tafel auch noch ab. Ich werde keine Faxen machen. Ich habe tatsächlich gute Neuigkeiten für Sie. Okay, sagst du? Ja. Ihr Motorrad bekommen Sie zurück, genauso wie Sie das möchten. Das heißt, wir werden es jetzt auslösen. Es klappt alles mit der KTU. Anschließend wird es von unserem Abschleppdienst zu ihrer Garage befördert und da sollten sie dann normalerweise auch die Benachrichtigung erhalten von ihrem Garagenwärter. Der soll mir Benachrichtigung geben, dann sind die beiden hier freie Leute. Herr Schlofto, darf ich vielleicht eine Bitte äußern? Wir sind Ihnen jetzt entgegengekommen, ich habe keine Lust, dass es eskaliert in irgendeiner Art und Weise. Bekommen wir vielleicht einen Kollegen schon mal zurück in unseren Händen? No. Wieso nicht? Wieso doch? Ich habe noch gar nichts gekriegt von euch, ihr seid überhaupt nicht entgegengekommen. Du hast irgendwas gesagt, aber ich kann nicht darauf verlassen. Also ich sag zu dir auch was. Ich werde den nicht erschießen. Siehst du, ich hab dein Wort, du hast Kopfschmerzen. Handy, danke für 56 Monate. Kroni, danke für 46. Nanox 44. Secret, danke für 9 Monate. Revolution Last, danke für 31 Monate. Trouble Stars, danke für 32 Monate. Resub. Rain Siege, danke für 10. Trudos, danke für 37. Castor, danke für 36. Test Gaming 38, dankeschön. Minotauron, danke für 13. Jackplace 27, dankeschön. Loponka, danke für 24. Luan, danke für 16. Hard Iron, danke für 8 Monate. Faceen, danke für 54. Spark of Legendary, dankeschön für 17. The True Detective, danke für 26. Saftsack, danke für 19. Verplanter Anwalt, danke für 35. Anarchen, danke 26 Monate. Jules, danke für 35. Nachteule, danke für 46. Temis Welt, 15 Monate, dankeschön. Dr. Wolfe, dankeschön für 15. Bralox, danke für 4 Monate. Timbo, danke für 37. Atomics, danke für 27. Necro, danke für 22. Energy, danke für 21. Hedy, danke für 5 Monate. White Zecker, danke für 41. Der Justin, danke für 27. Neuser, danke für 20. Eric, danke für 55 Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank, Leute. Neus, danke für 42. Dankeschön. Dann wolltest du wieder auf Butters? Ja, gleich. Also um 22 Uhr ist die Action. Also vorher sollten wir auf jeden Fall hoffentlich auf Butters sein. Ein bisschen habe ich Miguel vermisst, ne? Oder? Also ein bisschen, also ich habe es übel vermisst. Felix, danke für 8 Monate. Paracetamol, Ibuprofen, Opiate. Linke Schublade oben. Ich habe mir alles reingefiffen, was ich das gefunden habe.
Sicher, dass es keine Überdosis will? Ziemlich sicher. Ich bin das geübt. Ich nehme immer Opiate mit Ibuprofen und Paracetamol gleichzeitig. Okay, also das klingt schon ziemlich krass. Ich sag's, siehst du das, ne? Ich sehe und manchmal sieht man ein bisschen verschwommen. Aber das ist nicht so schlimm. Da, man gewohnt sich dran. Okay. Warten. Herr Elschlofto. Okay. Sieh. Folgendes, worum ich jetzt tatsächlich nochmal bitte. Das ist keine direkte Forderung. Aber ich meine, schauen Sie mal durch die Scheibe. Ich habe keine Waffe in der Hand. Sie haben, wie gesagt, auch mein Wort darauf, dass Sie Ihr Motorrad zurückbekommen. Sieh, und du hast mein Wort, dass ich den nicht erschieße. Ja, das weiß ich. Aber ich würde trotzdem darum bitten, dass die Situation etwas entspannter wird. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust darauf, alle 2 Sekunden zu hören oder zu sehen, dass Sie die Waffe immer noch auf meine Kollegen richten. Tue ich gar nicht. Die ist genau zwischen den Kollegen auf Monitor gerichtet. Wenn ja, sich also Schuss losen würde, würde keiner sterben. Das heißt, du brauchst du nicht Angst haben. Der ist auf Lampe und auf Monitor gerichtet. Aber wenn einer von den Faxen macht, weißt du, ich habe ganz schnell das rüber gemacht. Aber wenn sich das lost, ja, dann schade um 2. Monitor. Aber hast du noch 1 hinter mir. Aber nur kleines, das locker nur 17 Zoll oder so. Das heißt, ja, wenn du hast du Kollegen, danach, der braucht eine Brille. Ja gut, ich habe sowieso eine Brille, dahingehend bin ich also gut vorbereitet. Unabhängig davon, ich sehe, wo der 2. Monitor steht. Wenn Sie auf den schießen, unabhängig davon, ob Sie das wollen würden oder nicht, ich stehe hier hinter einer Glasscheibe. Okay, hast du recht, ich stelle mich ein bisschen nach rechts, sodass ich auf Pflanze schieße. Sonst fliegt dir Monitor an den Kopf. Oder die Kugel durch den Monitor, das möchte ich mir jetzt auch nicht unbedingt ausmalen. Möglich, sollen wir ausprobieren, welcher Fall eintritt? Nein, natürlich nicht, Herr Elschlofto. Für den Wissenschaft? Ich bin nicht bereit, für die Wissenschaft zu sterben. Aber du hast Weste an. Das ist kein Garant dafür, dass man überlebt. Ich habe nur Gefechtspistole. Das ist doch der Pistole völlig egal. Okay, hast du recht. Wenn der Schuss mich im Kopf trifft, dann hilft mir die Weste gar nichts. Ja, aber wenn ich auf den Weste schieße, also weißt du, auf den Monitor so auf den Hohl, dass der Weste dahinter ist, schießen Sie bitte gar nicht auf mich. Okay. Oder auf meine Kollegen oder sonst irgendwen. Herr Schlofter, ich möchte ehrlich sein. Die Gespräche sind ja schon mal etwas ruhiger geworden, aber meine Einsatzleitung sieht das nach wie vor etwas kritisch. Uns fehlt die Einsicht und ehrlich gesagt auch der Handlungsspielraum. Sie haben nun mal 2 Kollegen. Würde sich deutlich besser damit fühlen, wenn Sie wenigstens die Waffe nach unten nehmen würden. Ich meine, Sie können sie gerne in der Hand halten. Sie haben dann immer noch die Oberhand. Sie sind gerade in der Position des Stärkeren. Das lässt sich nicht leugnen. Natürlich! Deswegen gibst du mir Elbrum zurück und die ganze Situation ist gelöst. Dann hast du sogar 2 freie Kollegen. Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, dass wir das hinbekommen. Ja, bisher, ich habe aber das noch nicht mitgekriegt, dass das so ist. Bisher, du hast nur gesagt, aber du hast du nicht gemacht. Ich schwöre Ihnen hoch und heilig, dass das bereits in Arbeit ist. Diese Benachrichtigung ist doch elektronisch, oder nicht? Sie. Ist Ihnen bekannt, dass die Elektronik oft streikt oder oft von Verbindungsschwierigkeiten manchmal einfach länger braucht? Das sind ja alles Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Sie, aber bisher hat das mein Telefon nicht vibriert, denn wenn das vibriert, macht es so. Wie nochmal? Wenn der Telefon vibriert, macht es so. Okay, verstehe. Gut, ich werde einfach nochmal erfragen, wie es damit aussieht mit Ihrem Motorrad Elbrum. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so heißt. Sie, das ist Elbrum. Elbrum, okay. Geben Sie mir einen Moment. Immer wenn der Ding rausfindet, bleibt er an dem gleichen Ort stehen. Ja, der Kollege ist konzentriert. Ja, der funkt ja auch gerade mit den anderen wahrscheinlich, oder? Danke. Ich werde euren Ventilator als nächster kaputt machen. Aber das wird doch schon wieder teuer. Ja, und nicht den Ventilator. Dann habt ihr bei den Temperaturen unangenehmer Arbeitsklima. Ja, eben, eben. Aber wenn das Arbeitsklima kacke ist, dann wirkt sich das doch auf unsere Arbeit auch aus, oder nicht? Ja, aber das ist ja dann nicht mein Problem. Deswegen lieber gib mir Elbrum. Ich mache als nächstes den Ventilator kaputt. Dann hast du hier drin 1000 Grad. Und wenn du hast 1000 Grad, du hast du immer stinkender Kollege, weil immer wenn Kollege hier steht, der wird schwitzen in der Uniform und dann stinkt der wie Scheiße und wenn du musst auf Streife machen, ganze Streifenwagen stinkt wie Schweißscheiße. Ja, aber stell dir mal vor, jetzt kommt der Streifenwagen zu dir in den Laden, weil du da gerade wieder eine Ausleihe machst und stinken wie Sau. Ja, dann lieber komm nicht dahin.
Ja, aber wir müssen da hingehen. Ich hätte das zurückgegeben. Ich habe das nicht mal genommen. Auch, Michael, aber du, also, ne? Ich habe das nicht mal genommen. Ich habe eigentlich, guck mal, ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Ja, das glaube ich dir. Ich wollte nur Essen, Trinken und Benzin haben. Mehr nicht. Ich wollte Essen, Trinken, Benzin haben. Und deswegen alles, guck mal, das ist so Eskalationsmaßnahme hier passiert. Nur wegen ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken. Weil ich ein armer Schwein bin. Ich habe kein Geld. Soll ich dir was sagen? Nee. Du kannst das nächste Mal dich einfach bei mir melden. Dann kriegst du ein bisschen Geld von mir. Das ist nicht das Ding. Aber solche Situationen können eigentlich vermieden werden. Sieh, ich höre dich. Also ich habe jetzt die finale Bestätigung, dass das Fahrzeug, das Motorrad in diesem Fall genau jetzt abgeschleppt wird. Das heißt, es sollte sich jetzt nicht mehr lange rauszögern und dann erhalten Sie auch Ihre elektronische Benachrichtigung. Okay, wenn mein Telefon vibriert, sind die frei. Das heißt, die Kollegen kommen dann zu uns? Sie. Okay. Da würde ich das jetzt nochmal so mit meiner Einsatzleitung kommunizieren. Nicht, dass die sich da irgendwie erschreckt. Und dann lief das ja doch ziemlich gut, würde ich behaupten. Das sehen wir gleich, ob mein Telefon vibriert. Das wird es, das kann ich Ihnen versprechen. Ich werde den Ventilator trotzdem kaputt machen. Mach bitte nicht. Ich habe nämlich absolut keinen Bock zu schwitzen. Es wäre jetzt wirklich äußerst ungünstig, wenn auf einmal tatsächlich irgendwelche Netzschwierigkeiten auftreten. Ich hoffe nicht, dass das passiert, aber... Mein Telefon hat vibriert. Ich habe es Ihnen doch gesagt. Warte, ich guck drauf. Hast du recht gehabt. Sehen Sie, Sie können meinem Wort glauben. Okay, Geisel, ihr seid frei. Die haben ihr Wort gehalten, ich halte mein Wort. Ihr könnt zu euren Kollegen gehen. Ey, Barnes, ich bin's, Miguel. Ich habe alles gemacht, was du hast und gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass Sie sind verhaftet. Hände nach oben. Was ist mit euch los? Nehmen Sie die Hände nach oben. Sie sind umstellt. Das geht nicht gut aus für Sie, wenn Sie sich mal umgucken. Das geht nicht gut aus. Was macht ihr hier? Gegen den Deal verstoßen. Nehmen Sie die Hände nach oben. Nehmt selber die Hände nach oben. Ich habe euch gesagt, wenn ihr Faxen macht, ich erschieße den Geisels. Keine Geisel mehr, Miguel. Ja, doch, den da! Ich hab den in meine Hose gepisst. So, ich tritt mal die Waffe weg. So, sag mal her. Weißt du was? Da hat sie im Arm sich dir was raustropfen. Warte mal, komm mal her. Das Blut ist nicht das schlimmste Problem. Ich hab ihn kurz gepisst. Okay. Leg dich trotzdem mal hin, Miguel. Hier, hol mal den Medikasten von da drüben. Oh, Scheiße, Mann. Das stinkt. Ich hab Spargel gegessen. Oh, fuck. Oh, das ist echt. Okay, das ist Blut. Okay. Warte mal, kommt Blut aus meinem. Okay. Blut aus deinem Dings. Warte mal. Hier, guck, da ist die Kasse. Alter, ich glaube, mein Schwanz blutet. Ich hol mal Kompressen raus, bisschen Verband. Ich glaube, ich kann mir reinen den Kurs ausziehen, bitte. Ich glaube, mein verfickter Schwanz blutet. Ja, warte, ich zieh wieder mal die Hose aus. Warte. Oh, einmal runterziehen. Oh, Jesus! Alter, mein Schwanz blutet! Wer von euch hat mir den Schwanz geschossen? Oh. Verfickte Scheiße! Ist ja auch alles voller Blut. Ja, Leute. Okay. Alter! Machst du da irgendwas drauf, bitte? Ihr habt mir verfickt nochmal in meinen Schwanz geschossen! Jetzt mach doch einfach was auf seinen scheiß Schwanz, Mann! Ich hab den Arm schon verarztet! Gott, hier mal 20 Kompressen raus und... Oh Gott! Oh Gott! Können Sie das bitte selber festhalten, wenn möglich? Natürlich! Das wäre super nett, vielen Dank. Oh, zum Glück habe ich Handschuhe an. Und ich habe keine.
Mir ist schlecht, Miguel. Mir ist schlecht, mir ist wirklich schlecht, mir ist wirklich schlecht. Oh, ich glaube, ich muss noch mal kotzen. Oh Gott. Oh, ich habe noch nie so viel Schmerzen gehabt. Oh, derbe, bitte. Ja. Oh, ey, Miguel. Ich muss gleich mal die Putzfrau rufen, der hat gerade zweimal auf dem Laptop gekotzt. Okay. Sie kommen, sie. Miguel? Sie? Hast du Kinder? No. Ja, das wird, glaube ich, auch nichts mehr. Keine von denen ich wusste. Ich glaube, das wird auch nichts mehr. Das schaut nicht gut aus. Echt nicht. Aber was hast du gegessen? Spargel. Ja, riecht man. Warum habt ihr mir in den verfickten Schwanz geschossen, Mann? Sicher, dass das nicht sauber warst? Natürlich, ich hab auf irgendwen anders gezielt, auf den du, mit dem ich geredet hab, weil der mich gelinkt hat. Du hast ja... Du hast ja auch einen Taser-Schuss abbekommen. Sicher, dass du da nicht irgendwie in der Reflexreaktion vielleicht aussehen, ne? Glaubst du, ich hab mir selber in den Schwanz geschossen? Ich meine, es kann passieren. Vorsicht, der Tote hat da hingekotzt. Oh Gott. Du bist in meinen Kotzen getreten, Alter. Ich leg Ihnen hier mal offen das Medipack hin mit den ganzen frischen Kompressen und so, dann können Sie, falls nicht die anderen voll sind, das austauschen. Ich kümmere mich nochmal um deinen Arm, um den Verband, oder? Ey, kann ich einen Arzt kriegen oder so? Die sind schon unterwegs. Ist schon informiert, alles gut, sind schon da. Bitte einen männlichen. Ey, ist eine Dame? Sind drei Damen? Sind drei Damen. Das könnt ihr mir nicht antun und das kann ich denen nicht antun. Alex, komm mal her. Kann ich bitte männliches Arzt kriegen? Das ist mir peinlich, ich schäme mich. Wir haben vielleicht seinen Schwanz getroffen. Die haben mir in den Schwanz geschossen. Und sein Schwanz blutet. Da sind zwar jetzt gerade Kompressen drüber, aber ich sag dir, wie es ist, Kinder ist nicht mehr mit ihm. Ich hab mich noch nie so geschämt. Kann ich bitte männliches Arzt kriegen, bitte? Nein, jetzt sind hier zwei Damen, die kümmern sich wundervoll um dich, Miguel. Ich kann sich auch zweimal übergeben. Also, er hat sich auch zweimal übergeben, deswegen riecht es da hinten auch ein bisschen streng. Arm habe ich dir meine in den Schwanz geschossen. Natürlich, du musst du Übergebung machen. Weißt du, was ich Schmerzen habe? Miguel, jetzt beruhig dich doch mal ein bisschen, ne? Das ist deinem Schwanz auch nicht mehr gut. Er möchte lieber von einem männlichen Arzt behandelt werden. Das habe ich schon aus Elysian Fields gehört, dass er einen Arzt möchte. Männlicher Arzt, bitte hilf mir! Wechsel mal. Männlicher Arzt, ja. Männlicher Arzt hat einen Namen. Hallo. Wie ist der Name, männlicher Arzt? Ich dachte, ein männlicher. Mike. Wie? Boah, Tömpli, ne? Mach, dass du lang gewinnst. So, was ist passiert? Die haben mir in den Schwanz geschossen. Warum haben die dir in den Schwanz geschossen? Weil ich auf die geschossen habe. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal blutstillende Maßnahmen. Das heißt, wir machen da einen Verband rum. Ich habe eine Sache nicht bedacht, weißt du? Ja, was denn? Naja, also guck mal, ich habe denen gesagt, wenn die Faxen machen, schieße ich auf die. Die haben Faxen gemacht. Ich habe auf den einen geschossen. Aber das war ganz schön dumm. Guck mal, die waren voll viele. Ja, wenn ich so richtig zähle, hast du 1 zu 100 gehabt, dass du das überlebst. Und ja, aber tut das trotzdem Not, mir in den scheiß Schwanz zu schießen? Ey, Schlaufdor, können Sie bitte ein bisschen leiser reden? Ich hab Schmerzen, du fragst nur, ob ich leiser rede! Ja, bitte. So, wir machen jetzt mal einen Stauschlauch um den Oberarm, um den linken. Und ich werde einmal die Ellenbeuge desinfizieren. So, okay. So, einmal ruhig halten. Ich werde Ihnen jetzt einen Zugang legen. Ja, ich werde hier einmal die Vene punktieren. Gibt einmal einen Pieks und das war's auch schon. Dann machen wir ein Pflaster drüber. So. Irgendwelche Unverträglichkeiten oder Allergien bekannt? No. Gut, dann werden Sie einmal von mir ein bisschen Schmerzmittel erhalten. Das werden wir jetzt hier in die Infusion an. Einmal reinspritzen, das Schmerzmittel. Und dann wird das bestimmt einer der Polizisten kurz hochhalten, dass das schön einlaufen kann. Ja, mache ich. Dankeschön. So. Gut, wir werden jetzt einmal mal Kompressen draufpacken auf die Schusswunde und dann darf das ein Arzt im Krankenhaus nähen. Viel Spaß. Also, Moment. Das sollte ich Ihnen nicht sagen, bevor wir hinfahren. Ne? Moment, das war jetzt blöd.
Warte. Nein, ich habe gar nichts gesagt, wir fahren. Nein, wir fahren. Er hat übrigens auch eine Kugel in der Schulter oder sowas oder im Arm. Ach so. Ja gut, dann kümmere ich mich auch mal um die Schulter, nicht nur okay, lass erklärt das Blut hier. Ich dachte, mein Schwanz wäre einfach ein Stück dahin geflogen. Okay, dann werden wir da auch erstmal Kompressen drauf machen und das Ganze fixieren. Das scheint ein Durchschuss zu sein. So, das heißt, wir haben jetzt einmal von vorne und hinten Kompressen drauf gemacht und einmal das mit einem Verband verschlossen. Ja? Wie ist es mit dem Laufen? Möglich oder brauchen wir eine Trage? Ich kämpfe mir mal drauf, ich probiere das. Okay, gut. Dann werden wir einer die Infusion halten und der andere unterstützt mal und dann gehen wir mal Richtung Ausgang. Oh Gott. Warte langsam. Schön vorsichtig. Schön vorsichtig. Wahnsinnig hier. Einfach mit in den RTW nehmen. Aber du bist klar. Für die Idee werde ich mich an Barnes rächen. Was Barnes Ideen, in den Schwanz zu schießen? Einmal Richtung RTW. Dann Kopfschmerzen. Gute Besserung. Oh, Scheiße. Fucking Miguel, Alter. Manchmal frage ich mich, was falsch ist im Schlosskopf. Ey, das kommt so von Character zu Character von alleine, Alter. Oh. Aber, also im Nachhinein, für die Aktion will ich mich vom Support rechtfertigen müssen. Zu Recht. Aber gut, dann ist das so. Welche Aktion? Na, ich habe auf einen Typ geschossen, während 20 Leute mit einer Waffe auf mich gezielt haben. Das ist obviously nicht in Ordnung. Miguel oder nicht, das ist halt trotzdem nicht okay, Chat. In Urina 5 verschenkte Subs, vielen, vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Blue Jedi, danke für 33 Monate. Luna The Witcher, danke für 11 Monate. GT Dragon, danke für 52 Monate. Fuchs, Dankeschön. Für 36. Gutnudel, danke für 54. Ferrybeer, 44, Dankeschön. Suken, Dankeschön für 8. Plauderkiste, 5 verschenkte Subs. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und vielen lieben Dank. Ebims 1, Dankeschön für deine Bits. Vielen, vielen Dank für euren Support, Leute. Aber, also, da stehe ich zu, war ein Fehler, werde ich mich für verantworten müssen. Foxhound, Dankeschön, 5 verschenkte Subs. Vielen, vielen herzlichen Dank. Okay, wo muss ich lang? Ja, warten Sie mal ganz kurz. Wenn Ihnen möglich. Ich weiß, das würde super wehtun. Aber wir müssen Sie bitte einmal noch durchsuchen. Deswegen so gut es geht, bitte mal die Hände nach oben nehmen. Alter, willst du mich verarschen, Mann? Ich weiß, dass das mit der Schusswunde super wehtut. Aber wir müssen das, weil... Ne? Okay, warte. Wenn ich mich so vorsichtig auf den Boden lege, kannst du mich dann durchsuchen? Das kriegen wir hin. Das ist leichter, wie wenn ich meine Hände hochnehme. Aber mach schnell. Ist das noch ein Penis? Oder wie sieht's aus? Was? So, mit, die Waffe wird wahrscheinlich in Ihre Hose sein, die hole ich mir dann später, okay? Ob
der Also ihr müsst den mitnehmen. Ansonsten das Messer, wenn ich das so richtig sehe, nehme ich ihn mal vorläufig. Ich habe das Springmesser auch. Ich habe kein Straftat mit meinem Messer gemacht. Oh, und ansonsten, wie gesagt, ist nur vorläufig. Kommt mal kurz auf Seite. Und ansonsten schaue ich dann in der Hose, was ich noch so finde. Gut. Hilfst du mir auch wieder hoch? Ja, ich helfe Ihnen wieder hoch. Kommen Sie ich ganz langsam. Ganz wieder hoch. So. Dann geben das Tempo vor, ich unterstütze ihn nur. Und dann. Ich habe ja die Übergabe von ihm, dann mache ich. Ich brauche nur einen Transport. Okay. RTW 1, Status 7 mit. Ja, schlaft doch. NEF. Sie fahren erstmal mit uns. Genau. Muss aufschließen. Ja. Hab ich. Dann vorsichtig rein. Hier rein. Bitte zu ihm. Ja. Sagt Barnes dafür, dass der verantwortlich ist, dass mein Penis geschossen ist, werde ich seinen Penis auch schießen. Ich werde niemandes Penis angeschossen. Reicht doch, dass einer schon verloren gegangen ist. Doch, ich werde Barnes den Penis wegnehmen. Lass Barnes Penis in Ruhe. Kannst du gar nicht heben, so schwer ist der. Oh mein Gott. Kannst du gar nicht finden. Okay, das ist selber. Hast du recht, deine Mama hat das gleiche gesagt. Baby, bist du drin? Ja, ich bin drin. Ich will fliehen. Das ist so viel Hormone auf einmal. Alabama Boy. Du niemals wieder sein wird. Oh, ich hasse. Ja, die meinte immer, wenn die mit dir schläft, dann ist viel größer, als wenn die mit mir schläft. Das ergibt keinen Sinn, Miguel. Ja doch, du fickst deine eigene Mutter. Ich will nach Hause. Haben Sie Schmerzen? Sie, natürlich. Okay, haben Sie schon Schmerzmittel bekommen? Sie, sogar in den Arm rein, aber trotzdem, ich habe Kopfschmerzen. Gute Besserung. Patient. Die beiden tun mir auch übel leid, Alter. Das ist ja voll unangenehm. Also das ist halt auch, also das ist irgendwie kein RP, was ich mit einer Lady machen will, so, weißt du? Das ist irgendwie super weird. Ich hoffe, dass der Dude gleich wieder da ist. Also es kommen einfach drei Frauen, Alter. Und ich denk so, fuck, hätte ich irgendwas anderes erzählt, Bro? Kriegst du deswegen die Strafe oder weswegen? Was, weil ich erzählt habe, dass er in den Pimmel geschossen hat? Nein, weil ich auf einen geschossen habe, obwohl 20 Leute mit einer Knarre vor mir standen. Und das ist obviously nicht in Ordnung und ein Regelverstoß. Ist der Typ überhaupt Arzt? Scheißegal, Alter. Was kann die Strafe sein? Sind wir dann. Das ist mir krass unangenehm für euch, ne? Alles gut. Versteht ihr, dass ich nicht von euch behandelt werden wollte? Ja, also habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen, muss ich sagen, aber ist auch nur eine Wunde. Wie jede andere. Ich habe das auch noch nicht oft gesehen. Ich habe das so noch nie gesehen. Gar nicht aus. Ich wollte das auch nie sehen. Wenn der
Man, je älter man wird, desto weniger erste Male hat man. Nicht? Also, das ist was, wo ich auch gut darauf verzichten konnte. Ja, das glaube ich. Aber Rache ist keine Lösung. Doch, ich werde in seinen Penis schießen. So. 39. 39? Wer ist denn 39? Achso. Okay, wir versuchen ganz langsam. Vorsichtig. Leitstelle. Ja. Wer ist bereit für die Übergabe? Noch eine Frau. Ich wollte mich verarschen. Hallo Miguel. Was geht? Könnt ihr kurz hier auf die Trage Standby parken? Ich gebe den nächsten freien Stationsarzt. Okay. Jule? Mitten auf den Gang, sicher? Nein, ich wollte doch hier auf die Seite. Ja. Das ist aber auch irgendwo mitten auf dem Gang. Müssen wir erst. Ja, wenn die Deutsche erst sagt. Ich hole eine Decke, okay? Ich hole eine Decke. Einfach ganz vorsichtig drauf. So. Aber so vorsichtig wie möglich hinlegen. Ich leg mich hin. Ich tue mal so ein Kissen dazwischen. So. So, ich habe eine Decke. Komm mal her. Eine Decke verstecken, genau. So. Damit das weniger unangenehm ist für sie. Okay. Und Fuchs macht Übergabe. Das wird gleich wieder. Ja. Mhm. Ja. Machen wir. Wie ist es mit den Schmerzen auszuhalten? Ich geht so. Es ist mehr, also durch Schmerzmittel geht, aber der Schock ist trotzdem da. Ja, also hat man nicht jeden Tag, dass man. Nur ich hatte noch nie. Sein bestes Stück angeschossen bekommt. Ich habe auch nicht gewusst, dass ich das mal haben werde. Ich hätte nie daran gedacht. Also hat mir jemand irgendwann gesagt, jemand wird angeschossen und sein bestes Stück wird getroffen, hätte ich auch gesagt. Ja, nee, ist klar, nee. Ich hätte lieber nicht auf den Bullen geschossen. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Sie. Scheint aber nicht groß nachzubluten. Also die Kompressen, die wir drauf gemacht haben, sind nicht durchblutet. Das ist schon mal gut. Das heißt, es ist nicht eine sehr große aktive Blutung. Kriegen wir meinen Penis wieder hin? Schaffen Sie es, Ihren Penis eine Woche zu ruhen? Sie. Jule? Ja? Ich habe keinen Penis. Das ist schlecht. Also eine Woche, maximal. Die haben mir in den Schwanz geschossen. Autsch. Autsch. Sie. Das, aber ich glaube, das wird wieder. Deswegen, also, aus dem Grund wollte ich einen männlichen Arzt haben. Ah, okay, das verstehe ich. Der Arzt, den ich gleich habe, der ist auch männlich. Wer? Shane. Ich kenne das nicht. Ja, schwierig zu erklären. Hallo Amy, wo bist du? Ist egal, aber kennt er sich mit Penis aus? Er hat einen, also, ja. Hat er schon mal einen repariert? Ich weiß es nicht, ob wir das jetzt schon mal hatten, ob er das schon mal hatte, aber er kennt sich auch, also er ist so Augen, Zahn, also der kennt sich eigentlich mit Reparieren von Dingen sehr gut aus. Vielleicht hast du auch irgendwann Zähne auf dem Penis. Warte, was? Nix. Ich habe auch nicht hier drauf geschrieben, auf die Übergabe Zähne am Penis packen. Wieso sollte ich? Alter, wenn ich weglaufen konnte, ich würde es machen. Also, für die Wissenschaft, ne? Also, es wird noch nie probiert, ob das funktioniert, ob die Zähne da halten, also. Wieso sollte ich Zähne auf meinen Penis haben? Na, für die Wissenschaft, ob das überhaupt funktioniert. Maximal, Juli, kann ich ein anderes Arzt kriegen, bitte? Ja, du kriegst einen anderen Arzt als den. Also, der ist eh nur für die kurze Übergabe da. Ich muss mal ganz kurz Leitstellen-Dinge tun, ich bin gleich wieder da. Wer, du machst Zähne auf meinen Penis? Ich bin dafür ja nicht verantwortlich. Ich habe ja nur den Vorschlag gebracht, den Sie ablehnen. Habt ihr einen Raucherraum? Nein. Fuck. Mir würde es besser gehen, wenn ich einen rauchen würde. Ja, aber dann haben wir das Problem, dass hier drin ein Feueralarm losgeht, wenn du hier rauchst.
Aber mein Arzt ist noch nicht da. Dein Arzt ist noch nicht da. Guck mal, du kannst auch einfach ein paar Minuten die Äuglein zumachen und ne, ein bisschen vor dich hin dösen. Ja, aber davon habe ich auch keine Zigarette. Das ist richtig. Du hast eine Schusswunde im Penis. Du solltest jetzt nicht rauchen. Das ist nicht das, was dir hilft. Warum nicht? Das würde mich beruhigen, weißt du, das ist gut für meinen Blutdruck. Weil wenn ich mich aufrege, dann steigt mein Blutdruck und wenn mein Blutdruck steigt, dann blutet es mehr. Wenn mein Blutdruck runtergefahren ist. Guck mal, hier, jetzt gebe ich dir ein Medikament geben, dann fährt der Blutdruck auch runter. Hoffentlich nicht zu sehr, aber wir probieren mal. Oder sollen wir nicht probieren? Sollen wir. Lass mich eine rauchen, Mann! Nein! Jule! Was folgt an? Gib mir eine Zigarette! Nein, das ist schlecht. Gib mir eine Zigarette! Guck mal, hier ist eine Kaugummi-Zigarette. Gib mir bitte Zigarette! Ja, ah ja. Ja, und wenn du glaubst, ich rauche die nicht, ne? Autsch, das tat weh. Hast du ihn jetzt so verstört, dass er versucht, in seinem verletzten Zustand zu flüchten? Er will eine rauchen. Ich geh'n Kaugummi rauchen. Da kannst du auch hier drin rauchen, das Kaugummi. Wenn ich das anzünde, qualmt das auch. Oh. Das ja, gehst, du an? Mal, gehst du mal eben dann vorsichtig mit und pass auf. Gute. Gute. Kann ich dann vielleicht eine richtige haben? Ja, jetzt kannst du eine richtige haben. Oh, danke. Hier, kriegst eine von meinen. Danke. Die guten. Oh, von denen kriegt man auch keinen Krebs. Nee, aber alles andere. Oh, 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 oh. Das wird krass. Ah, jetzt ist der Arzt da. Ja, warte, ich rauch kurz. 2 Minuten. Lass mich 2 Minuten rauchen. Ja. Für uns, Uli, hier sind dann ja gerne mal ne, in eine andere Welt. Ach so. Sie hat dann nur zum Zahnarzt, ne? Viel Spaß. So, oder ich hilf. Hilf ihn mal. Komm mal mit. Ich tue sie mal hier in den Rollstuhl, ganz vorsichtig. So. Genau. So. Und dann fahren wir mal nach hinten. So, ich schieb sie mal. Langsam, der Erschütterung tut auch weh. Die 41 im MRT. Ja, wir machen schön langsam. So, ich halte mal hier die Tür auf. So, rutschen Sie mal durch, genau. So. Hast du Ersatzpenis? Ja, ich muss mal gucken, was wir da noch machen können. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Du hast den angehenden einzigen plastischen Chirurgen hier. Ich krabbel ihn mal drauf. Was heißt angehend? Die Abteilung wurde noch nicht gegründet, aber ich habe meine Fachzertifikation schon. So. Kannst du ihn größer machen? Der war ein bisschen kleiner. Aber ist ja kein. Würde gehen, aber zuerst mal müssen wir gucken, dass wir den. So. Ja, die Kompresse lasse ich drauf. Hast du irgendwie Brustwarzenpiercing oder sowas? No. Alles klar. Dann nehme ich dir mal einmal die Sonnenbrille ab, sonst fängt die gleich an zu fliegen, wenn die Magnetrohr angeht. So. Tun wir hier in den Behälter rein. Dein Handy und dein Quablet und dein Portemonnaie auch. So. Da mache ich einmal ein Siegel drauf. Marienburg. So, das tue ich da rein. So. Ich gebe dir hier in die linke Hand den Notfallknopf. Wenn irgendwann ist, du Platzangst bekommst oder sowas, drückst du da bitte drauf. Das ist mein kleinster Problem. Sehr gut. Das andere kriegen wir hin. Mach dir keine Sorgen. Das kriege ich hin. So, ich muss mich jetzt schon entschuldigen, aber als Musik haben wir nur Helene Fischer. Ich tue jetzt mal die Ohren stöpseln. Das ist okay, ich höre das gerne. Da bist du der Erste.
So, bis gleich. Atemlos durch die Nacht. Ist der Kugel in den Penis krach. Im Nachhinein ganz schön unangenehmer RP-Strang. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Nicht viel augenscheinlich. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Oh, wirklich, Alter. Ah, es war dumm, auf den Kopf zu schießen. Es tut mir wirklich leid, tatsächlich. Da hätte ich ein bisschen nachdenken können. Oder 5000 Stunden RP und fällt so rein, Alter. So. So, ich nehme dir mal die Kopfhörer wieder ab, Miguel. No, wieder drauf, wieder drauf. Okay, noch eben zu Ende hören. Sieh noch, nur noch den. No, jetzt ist zu Ende schon. Scheiße. Okay. So, also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Was ist der gute zuerst? Du überlebst. Der schlechte? Deine Schulter ist kaputt. Okay, also auf den Schulter war es wie mein Penis. Der ist ein bisschen deformiert, aber ich krieg das hin. Der wird wieder mindestens genauso schön wie ich mal. Ich hab Frage. Guck mal, du bist plastischer Chirurg, hast du gesagt, ne? Ja. Du machst auch Titten. Ja, eigentlich mache ich mehr Gesicht, aber ich könnte auch Titten machen, ja. No, ich will den nicht, aber guck mal, wenn du Dinge, weißt du, groß machen kannst, wo nichts da war und so. Guck mal, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Typ, der war eine Legende. Sein Name war Don Canonos. Don Canonos ist eine Legende gewesen, weil niemand hat das gesehen, aber immer, wenn der vor Wand stand, du hast gesehen, weißt du, wenn der Pipi auf das Wand drauf gemacht hat, der hat ein Pipi nach links und ein Pipi nach rechts gemacht. Kannst du mich zu Don Canonos machen? Also ein zweites Glied werde ich dir nicht anbauen können. Bitte. Aber wir kriegen das hin, dass das überhaupt nicht auffällt. Die Frauen werden dich weiterhin lieben, Miguel. Bist du sicher? Hallo, du sprichst mit dem Meister. Ich krieg das hin. Aber du bist gar nicht... in den besten Händen. Okay. Ich vertraue dir einfach mal. Aber du hast rote Haare. Ich dachte, rot ist, das sind braun. Also dunkelblond. Ich wollte die vielleicht weiß färben, aber ich glaube, das interessiert dich gerade gar nicht. Ne? Doch, alles, was mich davon ablenkt, dass mein Penis kaputt ist, finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Ja gut, also ich wollte sie komplett wasserstoffblond machen, so richtig weiß. Wenn du dir dann noch Glitzer-Ohrring machst, dann ist sie richtig gut. Das ist ein Wort, das probiere ich aus. So, ich helfe dir jetzt wieder vorsichtig auf die kleine so, Kante. Setz dich so hin, Vorsicht. Und jetzt auf den Rollstuhl wieder. Genau, so. Das unangenehme Sitzen ist unangenehmer, wie wenn ich so breitbeinig gehen kann. Ja, ja gut, komm, dann helfe ich dir hoch, fass hier drunter. Moment, eben deinen Koffer. So, deine Kiste meine ich. Leitstelle für die 41, komm. Was geht ab? Noch nie einen Topo und eine Pimmel gesehen, oder was? Ich bräuchte einen OP. Am liebsten drei, weil ich einen Laser brauche. Komm. Check, danke. So, dann komm mal mit. So. Genau, schön langsam und schön breitbeinig laufen. Ich glaube. So. Wofür brauchst du Lasers? Ich bin Star Wars Fan, deshalb.
Mach dir keine Gedanken. Natürlich, ich krabbel mal hier drauf, ja. Ich helf dir. Hm? Der Laser ist auch nicht gefährlich. Also, der könnte Stahl schneiden, aber... Warte, laserst du an meinen Penis rum? Na, nie im Leben. Nie im Leben, Miguel. Okay. So, ich ziehe dir hier nochmal aus dem Zugang ein bisschen Blut ab für eine Kreuzprobe. Weißt du aus dem Kopf, ob du irgendwelche Unverträglichkeiten gegen irgendwelche Medikamente hast? No, ich vertrage Morphium sehr gut. Warum wusste ich das? So. Ich habe mir einmal selbst mal viermal Morphium-Pen gespritzt. Das hast du nicht wirklich getan, oder? Doch, ich habe auf den anderen Arm Epinephrin reingemacht. Alles klar. Ja gut, ne? Kommt auf jeden Fall keine Langeweile auf bei dir. War auch geiler Trip. Ja, das glaube ich dir sofort. So, Moment, ich muss das mal eben hier vorne reintun. Das tun wir hier rein. So. Großes Besteck. Kleines Besteck. 41 Wechsel in OP-Funk. So. So, nicht so Ruhe. Das hier. So, legen wir das schon mal hier hin. So. So, ich mache schon mal die Trennwand zwischen deinem Bauch, dass du das nicht so siehst. So. So. Warte mal, bleib ich wach dabei? Nein, nein. Nur jetzt, ne? Es blutet ja schon ein bisschen. Nicht, dass du mir noch kollabierst, weil du zu viel Blut siehst. Weißt du, wodurch man kollabiert? Jetzt kommt es. Wodurch? Zu viel Kollabier. Ja, okay, das stimmt. Ich bin Fan von Tequila dann noch mit da rein. Cola, Bier und Tequila. Ja. Spaß muss sein. So, jetzt machen wir den Laser an. So. Alter, ich bin noch wach, ne? Ja, ja. Siehst du, der Laser, der da oben, der lädt nur auf. Alles gut. So. Jetzt gucken wir mal, was du für eine Blutgruppe hast. 0 positiv. Ist das was Gutes? Das ist selten. Du kannst jedem Blut geben, kannst aber selbst nur 0 positiv empfangen. Scheißdreck, gebe ich einem was. Da kann man stolz drauf sein. Du kannst jedem Menschen auf der Welt helfen. Alter, das heißt, ich kann damit Geld machen. Fuck, warum habe ich das jetzt gesagt? Ich kann mein Blut verkaufen. Ja, daher gibt es auch beim Blutspenden in manchen Ländern $20. $20 In manchen Ländern. Ich weiß nicht, wie viele hier kriegst oder ob hier. Ey, wenn ich einfach dreimal am Tag spende, habe ich mindestens mehr. Du kannst nur eine gewisse Menge spenden. Dann musst du eine gewisse Zeit warten, dass dein Blut nachgewachsen ist. Weil sonst bist du ja komplett leer. Hast du recht. Du könntest, prinzipiell könntest du aber einmal in der Woche Plasma spenden. Plasma? Blutplasma, ja. Das wie in Alien-Filmen, ich habe das gesehen. Plasma, der hat eine Plasmakanone. Nicht ganz so. Kann ich da draus Kanone bauen? Nein. Kann ich meine Kanone wieder repariert haben? Ja, die Kanone unten, die kriege ich repariert. So, wie groß bist du ungefähr? 1,82? Ich sehe ungefähr. Was wiegst du? Ganz ehrlich, also ist jetzt. Ne? Ich habe lange nicht gewogen, aber ich war lange drin, weißt du, ich habe viel Chips gegessen. Also schon, ja, ich habe ein bisschen zugenommen, ne? Also 85. Sagen wir, ich wollte gerade sagen, 85, 86 Kilo. Gut, dann stellen wir die automatische Narkose gleich ein. Brauchst du nicht Anästhesistmann oder sowas? Nein, das macht die Maschine hier für mich. Natürlich, Maschine an ist, es ist willkommen in Zukunft. 1, ich war 82. Zu lange drin, Mann. Als nächstes erzählt er mir, dass es Leute im Weltall gibt oder so. Raumstation, Satelliten. Natürlich. So, Vorsicht, ich mache jetzt einmal die nächste Armbeuge, die linke. Einmal sauber, dann kommt noch ein Zugang, den ich brauche. So.
So, Vorsicht, piekt einmal. So, schon drin. Das fixieren wir mit dem Pflaster. Satz, den ich nicht mehr sagen kann. Das kriegen wir wieder hin, Mikkel. So. So, dann schalten wir an. So, dann zähl doch mal von 10 runter, mal sehen, wie weit du kommst. 10, 9, Da schläft er. So. Kompresse, da tun wir noch eine drauf. So. Und dann ziehe ich mich mal eben um. Also es gibt so RP-Tage, da denkst du dir, wenn du jetzt den Tag nochmal neu spielen würdest, würdest du so einiges anders machen. Das ist so ein Tag. Dr. Breze, danke 27 Monate. Vielen Dank, Gassenhauer, für den Prime Star. Bergi, danke schön, 15 Monate. Icecold, danke schön, 20 Monate. Sasu, danke schön, 23 Monate. Resub. Dark Sky, danke für 30 Monate. Nisotech, danke 66. Tierisch, danke für 24 Monate. So. JTB, danke schön, 44. Das ist, danke schön, 45. Wodka, danke für 19. Genie, danke für dein Gifted-Sub. Maredika, danke schön für 9 Monate. Iron Falke, 11 Monate. Vielen, vielen Dank. Peanut, danke für 15 Monate. Er saugt mich weg. So. Schauen wir mal. Hier machen wir einen Schnitt. So. Haben wir das. So. So. Ein bisschen Vollblut. Langsam. So. Dann schauen wir doch mal. Das müssen wir hier säubern. Das muss raus. Das muss raus. Das muss raus. Dann schauen wir nochmal. So. Das bleibt, denke ich, 57 Monate. Alright, danke für 8 Monate. Vorne ist sauber. Ist der schwer. So. Hinten. Überdrehen wir gerade. Da ist noch ein bisschen was. Verbrennung. Das schab ich hier raus. So. Das wird rausgeschabt. So. Ey, ist danke für 25 Monate. Dann brauche ich das. So. Sollte reichen. Jetzt legen wir da hin. So, das spachteln wir ein bisschen zurecht hier. So, hier rum. So. Ja, ich wollte schon längst auf Butters Chat, aber irgendwie kam gerade ein. So, das ist schon mal gut. Das lassen wir am Trocknen. Hier unten Blut sauge ich mir mal weg. So, was sagen meine Aufnahmen? Genau, da ist er drum. So. Das machen wir hier rum. So. So. Das. Wenn es sofort wieder aus dem Chat finden, oder? Wird er ja. So.
Hören wir mal. Vorfälle dürfen nicht geschrieben werden. So. Nochmal gucken. Ja, alles raus. So, machen wir das oben zu. So. So, machen wir das hier oben. So, um den Baum, rein in den Brunnen und zack. So. So, haben wir das erste. Kommt da oben schon mal das Jod drauf. So, dann unten. Moment, wo ist der Knopf für dieses Abklappen? Da. So. Dann schauen wir mal. Hier hinten. Ist auch hart. Ist denn passiert, dass der Support eingeht? Ich habe eben reingefällt. Hier nochmal absaugen. Eben auf den Kopf geschossen mit Miguel, während 20 Leute mit einer Knarre auf mich gezielt haben. War dumm. So. Dann die nächste Wundnaht. So. Ja, komm, machen wir einen Stich mehr, dann sieht man die Narbe nicht so. So. Einmal um den Baum herum, in den Brunnen rein, das Knötchen. So, und einmal einsprühen. So. Arm lege ich ihn vor den Bauch. So, und dann geht das erstmal hier rum. Oder? Ja, nee. Ich fixiere ihm lieber den ganzen Arm. So, dann schauen wir doch mal. So. So. Das ist fest. So. Jetzt kommt das ist nicht fest, ich bin Michelin, Mann, jetzt. So, das blaue Besteck kommt weg, jetzt kommt das rote, das feiner. Oh, so. Machen wir mal hier. Ja, scheiße, das ist am Blut. Also, 9 Monate, dankeschön. Muss ich eine Klammer setzen? Scheiße, wie viel Uhr ist das? 21:20. So. 5 Minuten, Timer läuft. So. Alter Walter, der hängt da dran. So. Die Verbrennung hier, verdammt. Müssen wir das sauber machen. So. Ja, zum Glück nicht ganz abgerissen. Scheiße. Wieso das nicht erlaubt ist, weil du dein eigenes Leben schützen musst. Indem du 20 Leute dich mit einer Knarre bedrohen, du ziehst deine und schießt auf einen, tust du das nicht. Das ist einfach genau, ganz klarer Regelbruch. Aber Chat, also brauchen wir auch nicht tot zu diskutieren, sondern werde ich mich mit dem Support auseinandersetzen und wenn es Konsequenzen gibt, dann werde ich die würdevoll tragen. So, das, also war halt so. Mein Fehler. So. Ja, okay, danke schön für deinen Sub. Vielen Dank. So, jetzt nehmen wir die Arterie, das schneide ich hier auf, klappe das auf, so, jetzt passe ich ihn hier rein, so, das legen wir da rum. Ist der Laser warm? Ja, sehr gut. So, legen wir da rüber. So. Was können da so die Konsequenzen Ansicht. Sein? Das, also... Dass die ganze Harnröhre und alles wieder funktioniert. Es kommt immer darauf an, wie viel Scheiße brauchst du sonst, wie einsichtig bist du, weißt du, was du falsch gemacht hast. Den Laser drehe ich mir jetzt hier hin. So.
So. So. So, dann laden wir den Laser Mike, mal danke auf. Schön für deinen Sub. Spawny, danke für 15 Monate. So. Einmal den Börs hochhalten. Ja, jetzt sind mir fast die Fingerkuppen weggebrannt. So. Bruder! Alter, gerade einfach. Ah, das war heiß. Moment, erstmal neue Handschuhe. Ja, mal gucken. So, machen wir vorsichtig die Klammer auf. Wow, 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 wow. So. Hier vorne drehen wir mal runter auf Stufe 2. Ja, 1,5 besser. Dann schauen wir mal. Er wäre auch ein guter Psychopathen-Charakter. Da oben noch einmal. So, schauen wir mal. Machen wir mal offen. Also wirklich nices Medic RP. Ja, aber also er wäre auch ein guter Psychopath, oder? Mehr. So, wir haben 3 Minuten abgeklemmt. So, mal eben fühlen. Ja. Wie doch mal einer guckt. Die Eichel wird warm. Die Blutung ist da. Wow, wow, wow. Nee, 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 nee. Du sollst jetzt nicht hier. So nett bin ich auch nicht zu dir. Moment. Geben ihm erstmal was. Dass das nicht mehr klappt erstmal. So. What? Mit dem Zugang hier rein. So. Er freut sich ja richtig, mich zu sehen. So. So. Ja, so ist das besser. So. Sehr schön. So. Ich hätte wirklich, ich hätte alles, ich hätte irgendwie eine andere Hautfetzen. Oh, shit. Dann nehmen wir ein bisschen von dem Transplantatgewebe. Das legen wir da rum. So, schauen wir mal. So. So. Da so rum. Musste weg, er fährt Auto, ich komme zurück, er liegt im Krankenhaus. Du hast keine Ahnung. So. Muss ich vorne mal gucken. Nochmal alles absaugen. So. Ja. Kommt nichts mehr durch. Sehr gut, die Blutung haben wir. Das Gewebeblut, das ist egal. So, sehr schön. Dann legen wir das Transplantatgewebe drum. So. Dann fangen wir hier an zu nähen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und was ist da draußen wieder los? Egal, ich wundere mich über gar nichts. So. Und jetzt mit 8 Stichen. So. Das ist gut. So. Videotitel könnte es sein. Die Schwerkörper brauche ich nicht zu testen. Das habe ich gerade gesehen, dass das funktioniert. Miguel verliert Penis durch Failure P. So, aber jetzt. So. Ja. Machen wir hier vorne einen kleinen Schnitt um das Glied rum. So. So. So, gucken, ob hier was. Irgendwas war da nämlich. Es fing da so eine leichte rosa Flüssigkeit war. Da ist es doch.
Das. Eine Verbrennung, das ist noch Schwarzpulver. So, das nehme ich da raus. So. Und hier saugen wir das mal ab. Alles klar. Das saugen wir ab. Hier. Ja. Das machen wir sauber. Ja. So. Und jetzt verlegen wir das. So. So. Machen wir das darum. So. Genesia, danke für 35 Monate. Leinert, danke für 34. Chewbacca, danke schön für dein Gifted. Jesse, danke 35 Monate. Captain, danke schön, 10 Monate. Swanny, danke 15. Vielen lieben Dank. Neuro, danke für 34 Monate. Dankeschön. 10. 11. 12. So. Einmal einen kleinen Knoten. So, desinfizieren wir das. So, und jetzt Sonde, da gehen wir jetzt mit in die Harnröhre. Ja, klar, es gibt. Was? So, und schauen wir nochmal auf den Bildschirm. So, hoch. Ja, das ist dicht. Weiter. Hier oben. Ja, da ist der Schließmuskel der Blase. Der sieht auch gut aus. So. Nochmal langsam zurückgehen und gucken. Alles sauber. Hier ist alles sauber. Hier ist alles sauber. So. Der Teil, wo ich verödet habe. Das sieht gut aus. Da bleibt noch nicht mal was. So. Dann. So. Das sieht gut aus. Können wir das auch wieder hintun? So. Dann. Gibt es da noch ein betäubendes Gel mit drauf? So. Um die Wundheilung zu beschleunigen. So. Jetzt muss ich eben diese Spezialunterhose. Er trägt XL. Ja, machen wir lieber XL. Er ist wirklich gut, ne? So. So. Dann. So, erstmal das rechte Bein. Das linke Bein. Das ziehen wir hoch, ganz vorsichtig. So, bis hierhin. So, jetzt kommen die Kühlakkus da rein. So. 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 Haben wir das schon mal drin. So. Dann. Schauen wir noch mal aufs EKG. Alles gut. Sauerstoffsättigung, alles im grünen Bereich. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wen ich für ihn frei habe. Welches Bettlein? Ja. 9 Leber. So. Das ist schon mal gut. So. Dann hole ich mal ein Bettchen, solange lasse ich ihn noch in Narkose.
Ich feiere den wirklich. Also, ich finde ihn mega krass. So. Dann stellen wir das schon mal hier hin. So. Dann einmal rechts fassen und links fassen und dann ziehe ich ihn rüber. So, gerade Rücken schon. Eins, zwei und drei rüber mit ihm. So, dann schiebe ich mal das Bettchen hier raus, ziehen wir weg. So. 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 Schalt mal das Beatmungsgerät ein bisschen leiser. So, und das stelle ich auf so. So, dann legen wir ihn hier hin. Einmal die Bremsen rein. So. Das kommt hier oben rein. So. Ja, da habe ich ihn wieder. So. Dann haben wir das. So. Sehr gut. Dann. So. Schalte ich jetzt die Narkose ab, dann dürfte er gleich in 5 Minuten aufwachen. So. So, so bei. Bleiben wir mal lieber bei ihm. So, und schauen wir mal. Können wir schon mal in die Akte gucken. Ja, da kommen wir schon langsam. So, den ziehen wir raus, den Tubus. So. Der hatte Kartoffelsalat zum Mittagessen. Ja, super. Jetzt hab ich den Frack voll, ey. Ja, legen wir den Kopf mal zur Seite. So. Was war nun? Wir werden eh gleich umgefallen, weil wir verdurstet werden. Und ich habe gekotzt. Also, wie bei einem Frosch, das zieht ja halt Durst ab. Deswegen sind wir umgefallen. So habe ich erpäht, dass wir wegen der Narkose gekotzt haben. ...18 für die 41 kommen. Du kannst ja schlecht während deiner Narkose trinken. Könnte auch... Blutverlust so. Sein, genau richtig, oder aufgrund der Narkose, oder. Also das ist jetzt halt, was der Medic draus macht. Der ist gerade am Aufwachen. Mhm. Der hatte Kartoffelsalat, du siehst, er hat mich gerade vollgekotzt. Mhm. Bleibst du mal eben bei ihm und guckst, dass er richtig aufwacht? Ich zieh mir mal eben was anderes an. Natürlich, kein Problem. Ich weiß nicht, ob die checken, dass Miguel bewusstlos ist. Ja, doch. So. Dann gucken wir mal. Da ist die Kotze aus dem Mund wischen, so, dass du mir da nicht hinsteckst. So. So. Und dann so lang. Und dann wischen wir das alles mal ein bisschen weg. Quick putzen. So. Und perfekt. Sieht doch da schon ein bisschen besser aus. Kriegst du nachher dann noch neue Klamotten? Ich habe das jetzt so gut wie es geht ein bisschen abgewischt. So. Und dann müsstest du eigentlich gleich wach werden, tatsächlich, glaube ich. Hola? So. Einmal richtig aufs Bett legen. So.
Nehmen wir diese Decken, ne? So. Hola. Hola. Wie fühlen Sie sich? Ich habe Geschmack von Kutze im Mund. Ja, du hast dich gerade auf meinen Kollegen übergeben, tatsächlich. Warum? Ich habe das so. Das weiß ich nicht genau. Vielleicht hast du das Narkosemittel nicht so gut vertragen. Das kommt ab und zu mal vor, dass die Menschen da ein bisschen mit Übelkeit reagieren. Ich gebe dir da etwas gegen die Übelkeit, dass ich noch in die Infusion rein. So. Dann wird es gleich besser. So. Ich bin im Krankenhaus. Genau, du bist im Krankenhaus. So. Ich habe ihm noch ein Mittel gegen den Brechreiz gegeben, das vermutlich durch das Narkosemittel ausgelöst wurde. Einfach, dass er da ein bisschen ein besseres Gefühl hat. Er wird gerade wach, er weiß zumindest, dass er im Krankenhaus ist. Weiter sind wir noch nicht. Das hört sich doch schon mal gut an. Sie haben mir in mein Penis geschützt. Was? Okay. Wie geht's meinem Penis? Er ist wunderschön, wie neu. Okay. Und der ist zugeklebt. Sobald die Kollegin weg ist, kann ich sogar ins Detail gehen. Ich gehe mal. Ich wünsche eine ganz gute Besserung und das wird schon wieder so gut stehen oder sowas. Hat mir gerade gut stehen gewünscht? Ja, das ist eine ganz nette. Okay. Also, pass auf. Deine ganzen Innereien vom Penis, alles was da ist, mit Harnröhre und den ganzen kleinen Kranzgefäßen und Blutgefäßen, die habe ich wieder hingekriegt mit Spenderorgan. Ich habe Spenderpenis. Nein, Gewebe. Ich hab ein bisschen Spenderpenis. Nein, ich habe eine Aorta genommen und habe deine Innereien von deinem Gemächt, von deinem Glied wieder geflickt. Ich habe auch Haut transplantiert, die genauso aussieht wie deine. Du siehst also keine irgendwelche farblichen Unterschiede, wenn du demnächst dein Glied siehst. Ich habe auch alles entfernt. Die Blutung funktioniert. Das ist mein Penis entfernt. Nein, der ist dran. Der ist sogar größer. Große? Ich musste dir oben den Eimer aufmachen, weil du Verbrennung durch das Schießpulver, was da halt bei der Kugel entsteht, musste ich sauber machen, aber dadurch habe ich ihn dir 3 Zentimeter weiter rausgeholt, weil ich was abschaben musste und dein Glied ist jetzt 3 Zentimeter länger. Okay, krass. Dann hat es sich ja fast ein bisschen gelohnt. Ja, aber jetzt kommt der Nachteil. Nach der Operation warst du so glücklich darüber, dass ich dir was spritzen musste, dass du erstmal die nächsten 3 Tage mit dem Ding nur Pipi machen kannst. Ey, das wäre meine Frage gewesen, kann ich pissen? Aber wenn du sagst, ich kann pissen, alles ist gut, Mann. Pissen kannst du, nur mit einer Frau intim werden, das klappt die nächsten Tage nicht. Ich habe dir eine Medikamentierung gegeben, die nächsten 2 Tage geht der nicht hoch. Okay, besser ist bestimmt tut weh, wenn der hochgehen würde. Genau, alleine wegen den Narben. Und wegen der Naht, die ich dir gelegt habe, ich musste dich alleine um dein Glied rum mit 12 Stichen nähen. Längs musste ich 8 Stiche nähen. Daher erstmal nicht, dass der erregiert wird und irgendwas aufplatzt. Also da musst du jetzt 3 Tage mit auskommen, dass da halt kein Hochkriegs auf Deutsch. Das ist gar kein Problem. Aber ansonsten, die extra Pampers, die ich dir angezogen habe, die haben Gelakkus innen drin, das kühlt das so ein bisschen. Du kriegst auch von mir Vitamine, alles, was die Heilung beschleunigt. Ich gebe dir gleich einen Sitzkringel, weil du kannst und sollst gleich laufen, dass sich der Körper nicht ans Liegen gewöhnt, besonders nicht an der Stelle. Aber ich muss auf Hämorrhoidenkissen sitzen. Genau, weil dein Gemächt soll leicht durchschwingen. Daher hast du auch diese etwas große Pampers an. Ich gebe dir gleich beziehungsweise, wenn du gleich laufen kannst, gehen wir zu unserem Umkleidefritzen. Der gibt dir eine großzügige, wie sagt man, Jogginghose.
dass das so gar nicht auffällt. Okay. Aber wie gesagt, du gehst bitte dann immer breitbeinig. Und wenn du dich hinsetzt, auch breitbeinig. Egal, ob irgendwelche Leute lachen, immer schön breitbeinig. Natürlich. So, und deine Schulter, wie du ja merkst, die linke, die musste ich dir mit an den Bauch verbinden. Da war leichte, die Kugel hat ein bisschen das Schultergelenk oben die Kapsel getroffen. Die musste ich ein bisschen beischmieren. Also da musste ich ein bisschen mit Knochenpaste arbeiten. Aber die solltest du morgen schon wieder langsam bewegen können und auch tun. Und übermorgen solltest du da überhaupt nichts mehr verspüren. Okay. Wir sehen uns aber spätestens morgen Abend zur Kontrolle für deinen Unterleib. Schön. Das bei dir noch lange? Nee, ich bin 10 Minuten bin ich fertig. Okay. Gute Besserung. Danke. Und zum Fädenziehen müssen wir dann morgen mal gucken, aber ich würde sagen, alles, was den Unterleib angeht, könnten wir Donnerstag in Angriff nehmen. Ich habe aber das Gefühl, du musst zu mir kommen. Das kann auch sein. Ich werde dir auch einen Rollstuhl verschreiben, wenn du willst. Ein Zehner, ich muss halt in den laufen. Knast. Ach so, ja okay, da ist auch eine medizinische Station. Da komme ich hin. Dann komm ich dich besuchen. Okay. Wie gesagt, bis dahin... Wie ich die kleinen 31er kenne, wimmelt doch das ganze Krankenhaus von Bullen und warte nur darauf, mich festzunehmen. Ich stehe direkt vor der Tür. Obwohl ich verletzt bin und keinen Penis habe. Ja, das ist halt, ne? Ich denke da auch ein bisschen anders. Aber ich kann da nichts machen. Die stehen direkt vor der Tür. Ich weiß. Ich kenne das. Aber ich komme dich im Krankenhaus besuchen morgen Abend. Okay, das wäre krass. Machst du einfach eine Anrufung hier bei uns an der Leitstelle, sagst, dass du wach bist, weil du wirst noch ein bisschen schläfrig sein. Ich gebe dir gleich auch noch Schmerzmittel mit, die dich so ein bisschen müde machen. Schön. Wenn du die nimmst und dann sagst du Bescheid, wenn du wach bist. Essen kannst du ganz normal. Ich sehe, also wie ich gesehen habe, magst du Kartoffelsalat, ne? Sie. Das habe ich gerade auf der Hose gehabt. Aber nur mit Mayonnaise. Oh, Entschuldigung. Ja, aber alles gut, ne? Also ich muss ja nicht waschen hier. So, du bleibst aber erstmal liegen. Und fürs Fahren, wir gucken mal, ob wir ein Heli dafür kriegen. Kannst du mir aufhelfen? Ich würde gerne einmal ein bisschen, weil du einmal stehen, einmal den Kreislauf ein bisschen. Ja. Ich helfe dir. Genau, fast zu. So, genau, schön festhalten. Oh, scheiße, das ist echt viel zwischen meinen, also, du weißt, was ich meine, der Windelmann. Ja. Das ist wirklich viel Winter. Aber das ist schön für die Kühlung. Okay, ich habe ein Problem. Welches denn? Ja, wegrennen kann ich nicht. Nee, du schaffst die Meile wahrscheinlich nicht unter 2 Tagen. Das ist... Daher immer schön vorsichtig gehen. Ich werde dir ein paar Krücken geben, weil du musst laufen. Sie. Immer vorsichtig, dass das nicht einrostet. Ich bin komplett am Arsch, Mann. Nee, am Sack. Ach so. Ja, alles klar, ja. Sie. Hast du richtig. Aber Miguel, sei froh, dass er noch dran ist und dass du lebst. Das ist das Wichtigste. Sie. Soll ich irgendjemanden für dich anrufen und Bescheid sagen, bevor du hier wegkommst? Weil im Moment kannst du noch nicht laufen. Warte, ich hab Telefon, das krieg ich hin, warte. Oh, ich halte dich fest. Ich versuche, meinen Bruder anzurufen. Der ist nicht da. Dann nicht. Wer ist dein Bruder? Sonst versuche ich, den später noch anzurufen. Falls er nicht in der Ach, Herr Hernandez. Sie. Werde ich versuchen anzurufen. Kannst du meinem Bruder sagen, die haben ihn in meinen Schwanz geschossen? Das werde ich tun. Danke. So, aber jetzt legst du dich erstmal wieder hin. Sie. Das war genug gestanden. Ganz vorsichtig. So, Vorsicht. Und jetzt mit dem Hintern genau auf den Donut. Ich lege ihn dir hier hin, ich halte ihn fest. Ach genau, du Scheiße. Helft dir? Genau. Ganz vorsichtig. So. So. Ich gebe dir mal dein Quablet zurück. Danke. Du müsstest mir nur einmal deinen Personalausweis für meine Akte geben, dass du wirklich Miguel El Schlofto bist. Komm, dann stellst du dir die Vorschrift. Ja. Oh, warte, ich hab.
Ich danke dir, Miguel. Ja, das ist er. So, dann helfe ich dir wieder hier hoch. So. Wer bezahlt denn die Rechnung von den Chirurgie? Alles gut, für dich mache ich das so. Oh krass, ich habe nämlich echt keine Kohle, Mann. Das lass mal keine Sorge sein. Das ist schon in Ordnung. So, und du ruhst dich noch einen Moment aus. Ich bin in einer Viertelstunde wieder da. Ich denke mal, die Herren wollen dich jetzt befragen. Aber mitnehmen tun die dich noch nicht. Du musst noch ein bisschen warten. So, dann bis gleich. Ich hole sie dir mal rein. Schön. Ich werde in den Pimmel schießen. Ja, Miguel, ich mein, ganz kurz, ja? Dein Plan, ganz kurz aus, dein Plan das hat das nicht funktioniert, Mann. Ich möchte das jetzt ausdiskutieren. Miguel, sie. Was habe ich dir vorhin gesagt? Du hast gesagt, ich soll in den Präsidium reingehen. Ich habe zu dir gesagt, du sollst ins Präsidium gehen, sollst das mit denen einmal in Ruhe klären, sagen, hallo, ich habe Mist gebaut, vielleicht kriegen wir da irgendwas geregelt, ich brauche noch was wieder. Was hast du getan? Ich bin da reingegangen, hab gesagt, gib mir das wieder, wie du hast du gesagt. Wie hast du das gemacht? Ich bin da reingegangen, hab gesagt, die musst du mir den wiedergeben. Wie hast du das gemacht? Hast du einfach nur... Miguel? Ich hatte Waffe in Hand, ich hab die bedroht, bis die mir wiedergeben, aber das hat funktioniert. Ja. Und dann... Natürlich funktioniert das. Ja, und dann haben die mir in den Pimmel geschossen. Warum haben die in den Pimmel geschossen? Ich weiß nicht, aber die haben das gerade, ich bin eben gerade erst aus Narkose rausgekommen. Die haben mir einen Penis geschossen. Okay, du musst ja was gemacht haben, das ist ja auch egal, aber... Naja, die haben, ich hab denen gesagt, ich schieße auf die, wenn die Faxen machen. Ich hab auf die geschossen. Okay. Dann haben auf die mir... dann haben die mir einen Penis geschossen. Was heißt denn auf die? Auf die Leute dort. Auf die Polizisten? Ich, nur auf den einen, mit dem ich geredet habe. Der hat Faxen gemacht. Okay, das waren ja anscheinend mehrere vor Ort. Ja, die anderen hatten irgendwie auch Waffen. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Mhm. Dann haben die ihm einen Penis geschossen. Ja gut, war halt anscheinend einfach unglücklich in dem Moment. Ich glaube nicht, dass jemand absichtlich auf deinen Penis schießt. Ich denke schon. Ich glaube nicht. Ich glaube, die waren neidisch auf meinen Penis, weißt du? Deswegen haben die drauf geschossen. Wundern, dass sie den getroffen haben. Nicht jeder ist so klein wie deiner, Mann. Ich habe das von übrigens ja noch gehört. Miguel, ich kenne das besser von dir. Ja, aber du hast das nicht verstanden, dass ich dir gesagt habe, dass du schlafst mit deiner Mutter. Du hast gesagt, dass das keinen Sinn macht, aber das hat voll Sinn gemacht. Das hat auch Sinn gemacht, nur ich wollte, also, ne? Wenn jetzt nicht da so, ne, also vor Ort, so nach dem Motto, hier, das, ne? Nein, das, ne. Auf jeden Fall kenne ich das besser von dir. Ich werde deinen Penis erschießen. Miguel, ich habe doch nichts. Wirklich. Ich habe dir gesagt, geh ins PD, klär das. Das war dein Scheißplan, da reinzugehen. Und ich gehe da rein wegen deinem Plan und komme ohne Penis wieder raus. Ja, aber wenn du da reingehst und mit Waffe rumhantierst und da irgendwelche Leute anschießt, wenn ich sage, geh ins PD und klär das. Ich habe gesagt, klär das mit denen, sag hier, war irgendwie schwierig. Das heißt nicht, dass du eine Waffe rausholen sollst. Ja, warte, wenn ich am Telefonieren bin mit dir, ne? Und die da vorne gerade mit den Armen treten. Vielleicht kann ich einfach unbemerkt gehen. Miguel. So. Nicht so viel laufen. No, alles gut, alles gut. Nur ein bisschen laufen. Ja, wir müssen in die andere Richtung. No, ich muss in diese Richtung. Nein. Bleib bitte hier. Ich muss in diese Richtung hier gehen. Wo ist das? Bitte was, Bans? Nein, andere Richtung. Was die andere Richtung? Ich muss in diese Richtung. Kollege, halten wir gemeinsam fest hier. Und festhalten hier. Hey, was ist hier mit euch los, ihr Opfer? Und rein. Nein. Okay, Miguel, ich muss.
muss auflegen. Bitte wieder rein. Ja, ich muss auch auflegen. Zwei so komische Affen packen mich an gerade. Alter, einen Arm habe ich noch. Lass mich los oder ich hau dir in den Fresse. Ihnen geht's nicht so gut. Sie sollen am besten noch mal drin bleiben. Dann lass mich los. Gut, wer zum Teufel seid ihr, dass ihr mich anpackt? Das stimmt nicht mit euch. Also uns wurde gesagt, sie sollten am besten liegen und nicht so viel rumlaufen. Das ist nicht gut für ihre Gesundheit, wenn sie jetzt hier rummarschieren. Ja, und was, bist du Arzthelfer? Nein, vom LSPD. Ja, gut, dann kann ich mich auch hier hinsetzen. Hallo, Mike. Ich brauchte gerade irgendwie eine Hilfe und ich wusste keine andere Lösung, als hierher zu kommen. Doc, ich brauche frische Luft, Mann. Passieren gerade sehr viele Sachen, die mir du brauchst auf jeden Fall ein sauberes Bett und solltest nicht auf den kalten Stein. Da drin stinkt alles nach Kurze. Du gehst auf ein Einzelzimmer. Du kommst nicht mehr in die ITS. Nein, sie kriegen ein schönes Einzelzimmer, das ist frisch gereinigt. Ja, mit Frau sogar mit Fernseher. Kelly und einigen anderen meiner Freunde. Gehen wir Einzelzimmer, wenn das nicht nach Kurze stinkt. Nee, das ist ganz frisch, ganz steril. Genau. Immer schön langsam laufen, genau. Du bist nicht gemeint zu, Mann! Schnell rennen geht dir auch schlecht. Nee, das stimmt. Ich glaube, wir wollten allgemein. So. Halte ich mal hier am Arm fest. Ich schon wieder festhalt, Mann. Wenn dir die Knie weich werden, dann hältst du dich direkt an mir fest. Ich krieg das Kind. Okay. Ich bleib in deiner Nähe, wenn was ist, greifst du sofort zu. Mir fehlt nur ein Schwanz und eine Schulter, alles andere geht. Also, so schlimm ist nicht. Nee, der Schwanz ist dran. Ich meine, das Glied ist dran. Da habe ich mich selbst übertroffen bei. Ich bin gespannt, wenn ich vor Spiegel stehe und schreie, ne? Vor Glück. Höchstens nur vor Glück. Wir werden sehen. Wie gesagt, ne? 2-3 Zentimeter. Ansonsten, ich werde Bams seinen Penis erschießen, weißt du? Dann können wir den sonst verwenden. So. Dann komm mal rein. Oh krass, das ist meine. Ja. Darf ich hier einziehen? Ja, Henny Körbett. Die Herren von der Pflege haben dir sogar auch schon ein bisschen Mittagessen mitgebracht. Ey, das ist besser Kost. Wie zu Hause. Okay. Obst hast du hier liegen, einen großen Flitz. Ist sogar Pay-TV drauf. Boah. Krieg ich Mietverhältnis? Bitte? Krieg ich Mietverhältnis? Ja, das musst du mit dem Pay-TV selbst ausmachen, ob mit Verhältnis. No, Mietverhältnis hier. Ach so, du möchtest hier mit zur Miete wohnen. Sí. Ja, ich glaube, das ist etwas schwierig. Aber ich gebe dir hier schon mal die Fernbedienung. Danke. Weil die Polizei will noch was von dir und ich muss eben nach vorne, meine Chefin ruft. Okay. Ich bin aber gleich wieder da. Sí. Miguel, lass dich nicht ärgern. Natürlich nicht. Guten Abend, Herr Elschlofto. Was geht ab? Ja, wie geht's Ihnen? Ich hab mir in den Penis geschossen und du fragst, wie geht das mir? Also, wir waren das nicht. Definitiv nicht. Okay, irgendeiner hat mir in den Penis geschossen. Das tut mir leid. Aber der Arzt hat ja alles gegeben und das wird wieder. Also, um deine Frage zu beantworten, mir geht das scheiße, Alter. Ich habe Kugel in Penis. Okay, gut. Herr Schlofter, sind Sie schon aufgeklärt darüber, dass Sie die Nacht hier verbringen werden? No. Okay, ja, Sie werden die Nacht hier verbringen, also hier schlafen? Warum? Also hier ist geil, aber warum? Ja, Sie müssen zur Beobachtung hierbleiben nach der schweren OP. Okay, scheiße. Wobei eigentlich gar nicht. Ich gebe sogar was zu essen. Bohnen, Pommes und Gurken und Tomaten. Ja, genau. Ein bisschen mitkriegen Salat. Könnt ihr vielleicht später mal fragen, ob ich Dressing kriege? Natürlich. Das wäre krass. Das gebe ich. Also ich gebe weiter, dass Sie gerne noch Dressing für den Salat hätten. Im Gegenzug müssten Sie mir aber bitte mal Ihr Handy im ausgeschalteten Zustand geben, bitte. Hey, warum? Handy, Quablet bitte. Weil Sie sind Beschuldigte einer Straftat und ich bin nicht nur Beschuldigter einer Straftat, ich bin Täter einer Straftat. Aber warum willst du mein Telefon haben?
Weil wir ihnen das abnehmen, damit sie dann nicht weiter hier telefonieren können. Okay, und warum soll ich nicht telefonieren können? Also welchen Sinn macht das? Damit sie ihre Freunde anrufen können und die sie hier raustragen können. Eventuell. Aus dem Krankenhaus, während jemand mir in den Penis geschossen hat. Und in den Schulter. Ich habe einen Arm, den ich benutzen kann. Ich habe ein riesengroßer Windel an. Ein riesengroßer Windel an. Und man hat mir in meinen verfickten Penis reingeschossen. Ich bin hier, weil man mir in meinen verfickten Penis geschossen hat. Und jetzt sagst du, ja, aber wir müssen jetzt dein Handy und dein Quablet noch nehmen, weil dann kannst du nicht telefonieren. Dann kannst du nur den Wender angucken. Kannst du noch nicht mal andere Leute sagen, was dir das passiert ist, die sich Sorgen machen, was mir das ist, das passiert. Weil man könnte mich natürlich aus Krankenhausbefreiung machen, während einer mir in den verfickten Penis geschossen hat. Wer soll mich befreien, während man mir in einen Penis geschossen hat? Und wo soll ich behandelt werden? Penisbehandlung auf Straße. Hast du schon mal gesehen? Ist bestimmt gut. Bestimmt lasse ich mich befreien aus einem Krankenhaus. Ja, ich glaube, so sind die Vorschriften. Vorschriften? Dein Vorschriften ist komplett Bullshit. Aber wenn du meinst, du willst du Schikane mit mir machen, nein, kein Problem. Okay. Ich merke mir dein Gesicht. Ich mache Schikane mit dir. Wenn mein Penis verkeilt ist, wenn mein Schulter verkeilt ist, du hast du mein Wort, ich mache Schikane mit dir auch. Ich glaube, das ist keine. Okay. Wenn wir Ihr Handy lassen würden, würden Sie uns zu Wort geben, dass Sie morgen, wenn wir Sie hier abholen würden, Sie morgen hier besser gehen würde, nicht über alle Berge sind? Wo soll ich denn hin? Ich habe keinen Schwanz, ich kann nicht laufen. Guck. So, wo soll ich hin? Guckst du, wie ich laufe? Ich laufe wie Ente mit gebrochenen Beinen. Ich kann nicht mal gerade sitzen. Ich kann kaum in ein Auto Platz nehmen. Meine Beine müssen so weit auseinander sein wie von Elefant. Ja, das sieht echt nicht so gut aus, ja. Ich bin komplett entstellt. Wo soll ich hingehen? Gut, das ist, glaube ich, doch sinnvoll, dass Sie hier bleiben, dass die Mediziner vielleicht die nächsten Tage das irgendwie wieder hinbekommen. Wenn ich sitze, ich muss fast Spagat machen. Gut, dann legen Sie sich am besten wieder drauf. Dann würden wir einfach morgen, übermorgen kommen und beziehungsweise sie werden sich bestimmt mit Mediziner melden und die werden uns informieren, sollte es ihnen wieder besser gehen. Dann können sie sich erstmal hier in Ruhe holen. Wir sagen den Mediziner noch Bescheid, dass die noch ein bisschen Essen haben wollen. No, ich habe genug, ich brauche nur Dressing, bitte. Dressing. Das mit dem Dressing gebe ich weiter, habe ich ihnen jetzt so gesagt. Ja, das wäre schon krass. Ja. Perfekt. Gut. Sollen wir noch irgendwas ausrichten? No, das war's eigentlich. Nur Dressing. Okay. Gut. Gut, das geben wir weiter. Dressing kommt. Und wir wünschen Ihnen trotz allem noch eine gute Besserung und schnelle Genesung. Ja, danke. Gut, wir wissen was. Gut. Tschüss.